Für mich ist das eine Premiere, kann ich nur sagen. Ich habe noch nie eine Fernsehsendung in Anführungszeichen moderiert oder eine Podiumsdiskussion dieser Größenordnung. Ich freue mich darüber, das machen zu dürfen. Mein Name ist Werner Fadenbrecht, ich bin der MWZ-Redakteur und zuständig für die Gemeinde Hatten. Und ich habe hier bei mir als Gäste heute 6 Kandidaten, die gerne der nächste Bürgermeister bzw. die nächste Bürgermeisterin sein wollen. Und wir hoffen, wir haben schon einige Fragen im Vorfeld bekommen. Wir hoffen auch noch auf weitere Fragen von Seiten der Zuhörer und Zuschauer. Und wir fangen jetzt ganz klassisch an mit einer kurzen, ich bitte mit der Betonung auf kurz, auf einer kurzen Vorstellung nochmal. Und würde Herrn Buzin bitten, da vielleicht einfach mal loszulegen. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit B anfange. Dann machen wir es mal ganz kurz. Ich bin 51 Jahre. Vom Berufswegen arbeite ich für einen Großkonzern, bin dort in einer Führungsrolle und bin 10 Jahre Jugendpfleger in der Gemeinde gewesen. Und das war im Prinzip auch mein Leitfaden, wieder zurückzukehren. Daher kenne ich die Gemeinde Hatten. Und ja, was kann ich von mir noch sagen? Ich bin, denke ich mal, jemand, der sich gerne sozialpragmatisch engagiert. Ich bin ein bisschen eckig und kantig. Das stimmt auch, so möchte ich auch gerne bleiben und setze mich halt für schnelle Handlungsprozesse in der Gemeinde Hatten ein und bin sehr an sozialen Themen und an der Wirtschaft interessiert. Ja, ich hab mein, wir haben unsere eigenen Mikros, wenn es in der Reihenfolge. Ja, würde ich so vorschlagen, genau. Ja. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Guido Heinisch, ich bin 56 Jahre alt, seit 26 Jahren verheiratet, habe 2 Söhne, die schon erwachsen sind mit 22 und 25. Ich bin seit über 36 Jahren in der Verwaltung, habe da diverse Abteilungen durchlaufen, habe auch schon viel entsprechend Führungskompetenz beweisen können. Ich denke, das ist auch wichtig, Verwaltungserfahrung, Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen. Wichtig ist mir da das Arbeiten mit Menschen, mit unterschiedlichen Stärken und Charakteren. Das wird auch, glaube ich, wichtig sein für das Bürgermeisteramt. Von daher ist es schon gut. Ich war im Schulvorstand, im Schulelternrat, habe da entsprechend auch die Erfahrungen sammeln können. Ich denke, es ist auch wichtig, dass bei der Lebenserfahrung, dass man weiß, wie ist es bei Familien, welche Sorgen haben vielleicht Familien, weil das auch wichtig ist für die Menschen. Ich möchte aktiv auf die Menschen in der Gemeinde zugehen, möchte sie einbinden, möchte für transparente Entscheidungen sorgen, denn ich denke, Transparenz schafft Vertrauen. Und gemeinsam mit dem Team im Rathaus, mit dem Gemeinderat, der auch wichtig ist, und engagierten Bürgerinnen und Bürgern können wir viel für Hatten erreichen. Denn Hatten, das sind wir alle gemeinsam. Dankeschön. Ja, übernehme ich mal. Guten Abend auch meinerseits. Mein Name ist Gerrit Edelmann. Ich bin 28 Jahre alt, lebe jetzt inzwischen seit 1995 in der Gemeinde Hatten. Bin dort aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen, zur Grundschule Strickermoor. Habe mein Abitur am Graf-Anselm-Günther-Gymnasium in Oldenburg absolviert. Habe dann zunächst ein Jahr Volkswirtschaftslehre in Münster studiert, habe mich dann aber umorientiert, ein bisschen praktischer orientiert, habe Politik, Wirtschaft und Geschichte studiert und damals auch zeitgleich in die Partei eingetreten, in die SPD. Deswegen bin ich jetzt auch Bürgermeisterkandidat der SPD in Hatten. Engagiere mich inzwischen eben deshalb seit 9 Jahren jetzt eben und hauptamtlich politisch. Arbeite seit 2015 für unseren Landtagsabgeordneten Axel Brammer. Habe auch hauptamtlich für die SPD gearbeitet in Delmenhorst, im Wahlkreisbüro dort, in der SPD-Geschäftsstelle. Und habe mich 2018 nochmal entschieden für ein Fortbildungsstudium beim Landkreis Oldenburg, öffentliche Verwaltung. Das schließe ich jetzt gerade ab. Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit und möchte die dann auch abgeben am 20. August, sodass ich Ende des Monats dann mit meinem Studium fertig bin. Und dann möchte ich gerne meine ganzen Erfahrungen und Qualifikationen nutzen und Bürgermeister der Gemeinde Hatten werden. Und Themen, die für mich besonders wichtig sind, sind einmal die Bürgerbeteiligung, Digitalisierung, aber eben nur weitestgehend auch und soweit es geht. Man darf nicht vergessen, dass es auch immer natürlich noch Menschen gibt, die analog unterwegs sind. Und ja, an der Stelle gebe ich einfach mal weiter an den Nächsten oder die Nächsten. Danke. Danke, Gerrit. Mein Name ist Katja Radwan, ich bin 46 Jahre alt, habe 3 Kinder und wohne seit 22 Jahren in der Gemeinde Hatten. Im Laufe der 22 Jahre habe ich mich vielfältig engagiert in Vereinen, in Unternehmen, bin selbstständige Unternehmerin von 2 Unternehmen. Eins davon ist ein Inklusionsunternehmen. In den letzten Jahren habe ich als Schulelternratsvorsitzende gearbeitet, habe in den Gemeinden ehrenamtliche Tätigkeiten absolviert und bin für die Gemeinde und für die Menschen hier vor Ort immer ansprechbar. Was ich mir für die Gemeinde wünsche, ist, dass wir gemeinsam anpacken, gemeinsam machen und das im Wohle aller. Vielen Dank.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jan Meiners. Ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Frau zusammen auch in Hatten und bin gelernter Kaufmann. Führe Veranstaltungen durch seit vielen Jahren, bin selbstständig tätig aktuell und ich habe mich um das Amt des Bürgermeisters in unserer Gemeinde beworben, weil ich gerne hier lebe. Ich schätze die Gemeinde, habe viel auch mit der Gemeinde zu tun, mit dem Verwaltungsapparat, auch im Genehmigungsverfahren. Und ich möchte tatsächlich den Draht zu den Menschen aufrechterhalten, möchte Hatten weiterhin gut zusammenhalten, so wie es aktuell auch schon gut geschieht. Und möchte den Fokus tatsächlich darauf legen, dass in den nächsten Jahren Hatten wirklich wirtschaftlich, aber auch im Bereich der Bildung und im Sozialen weiter vorwärts kommt, dass wir stabil bleiben, auch in schwierigeren Zeiten. Und ich gehe als parteiloser Kandidat ins Rennen, weil ich zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den im Rat vertretenen Parteien wirklich zusammen und unabhängig Dinge gestalten und umsetzen möchte. Und das war eigentlich der Grund, warum ich ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters in Hatten gehe. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Moin. Mein Name ist Bastian Ernst. Ich bin 34 Jahre alt, wohne in Oldenburg und bin Betriebswirt und bin ja der Fachinformatiker. Ich habe eine Betriebswirtschaftslehre studiert. Bin seit 13 Jahren in einem großen Technologieunternehmen in Bremen tätig und war parallel dazu knapp 10 Jahre Ratsherr in Delmenhorst, also einer kreisfreien Stadt, und habe dort von der Pike an Kommunalpolitik gelernt, habe dort die ganze Bandbreite der kommunalpolitischen Verantwortungsbereiche kennenlernen dürfen und möchte jetzt diese Erfahrung, die ich mitbringe, in die Gemeinde Hatten tragen und möchte als moderner, dynamischer Bürgermeister, der als Fachinformatiker Digitalisierung nicht nur vom Hörensagen kennt, sondern Digitalisierung auch leben möchte, auch hier stärken. Ich möchte die Schulstandorte, die Sportstätten stärken. Ich war lange Jahre im Sport- und Schulausschuss, war auch Vorsitzender dessen und kenne mich bestens aus, wie wir unsere Sport- und Schulstätten weiter stärken. Die sind zum Teil sehr gut und ich freue mich darauf, gemeinsam parteiübergreifend, auch wenn ich Mitglied der CDU bin, für die Gemeinde Bürgermeister zu sein, gemeinsam mit Rat, gemeinsam mit Verwaltung und gemeinsam mit Bürgern. Vielen Dank. So, sehr schön. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Wir haben schon einige Fragen sammeln können. Per Mail sind schon vorher reingekommen. Auch jetzt, der Strom reißt nicht ab. Deswegen denke ich mal, wir müssen versuchen, wenn wir möglichst viele konkrete Fragen beantworten wollen, die Hatter Bürger haben, dass wir versuchen, möglichst knapp zu antworten. Ich bitte darum, dass wir das irgendwie hinbekommen. Sonst werden wir irgendwie mal gucken müssen, dass wir ein Zeichen geben. Aber wir fangen mal an mit der ersten ganz konkreten Frage. Es gibt einen Landwirt in Sankuk, der plant schon seit einiger Zeit einen Biolegehennenstall zu errichten, ganz nah am Ort. 18.000 Hennen sollen dort quasi untergebracht sein. Mehr als 3.000 Bürger aus Hatten haben dagegen innerhalb von 2 Monaten bei einer Unterschriftensammlung dagegen votiert. Jetzt die Frage an alle 6 Kandidaten. Werden Sie im Falle Ihrer Wahl das Projekt im Gemeinderat und in der Verwaltung unterstützen oder werden Sie sich dagegen aussprechen? Möchte jemand freiwillig beginnen? Sonst, Ich springe mal ins Feuer. Okay. Ich werde es unterstützen, tatsächlich, das Projekt von dem Landwirt, weil es gibt momentan, die Zeiten sind nicht einfach für die Landwirtinnen und Landwirte. Und tatsächlich, wenn etwas planungsrechtlich und genehmigungstechnisch soweit vorbereitet werden kann, dass es umgesetzt werden kann. Und wenn dieser Betrieb dadurch in seinem Fortbestand unterstützt wird, dann möchte ich den Landwirt auch unterstützen. Und die 3.000 Stimmen, die dagegen sind? Die 3.000 Stimmen, die dagegen sind, ja, tatsächlich muss man da wirklich sehen, ja, worauf sind die begründet, wie wurden die gesammelt damals? Und damals kann ich zum Beispiel nur sagen, bei meiner Veranstaltung auf dem Tabula Rasa Festival, ich hatte einen Nachbarschaftsabend bei mir auf der Veranstaltung. Da hatte ich 300 Nachbarn von mir. Die habe ich übers Festivalgelände geführt, habe alles vorgestellt, damit auch wirklich alle Leute mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und dann liefen ein paar Leute mit Unterschriftenlisten genau gegen diesen Stall rum. Und haben dann einfach hier, unterschreibt mal eben schnell, ist nicht so wichtig. Und wenn ich dann sehe, okay, so eine Unterschriftenaktion geht auch ohne Rücksprache bei mir über eine Veranstaltung von mir, dann platzt mir erstens der Kragen und zweitens sage ich, okay, das ist am Ziel vorbei, da wurde nicht richtig informiert bei den Unterschriften, weil das kann man nicht während einer Veranstaltung vernünftig über das Ziel dieser Unterschriftenaktion zu informieren. Und dann muss ich sagen, okay, vielleicht muss man dann nochmal abstimmen, aber dann in einem anderen Rahmen.
Also Jan, ich kann dir sagen, erstmal finde ich das sehr mutig, dass du als Erster geantwortet hast, weil das ist eines der heißesten Themen, die wir so in der Gemeinde hatten haben. Und ich kenne natürlich die Familie selber auch. Ich habe sie besucht und habe mich auch informiert. Und erstmal muss man konsternieren, dass es so ist, wir haben die höchsten Tierhaltungsstandards auf der ganzen Welt. Das heißt also, wenn wir, und das war ja auch ein Thema bei dieser Fragerunde, ist es so, dass wir die Tiere, die dort in dem Stall sind, quälen. Das muss ich mal ganz klar so sagen, das wurde auch nach außen so getragen, sind die größten Tierhaltungsstandards überhaupt. Das heißt, wenn wir die Produkte nicht hier kaufen, dann kaufen sie die von irgendwo anders her, wo die Tiere mit Sicherheit nicht so gehalten werden. Das ist mal der erste Punkt. Da muss man wissen, so ein Ei, da bekommt der Landwirt 3 Cent für. Das rechnet sich also tatsächlich überhaupt nicht, wenn er nur 3000 Legehennen drin hat. Also ich würde gerne einen Kompromiss vorschlagen. Und den hatte, glaube ich, auch die Familie bereits schon vorgesehen. Es gibt ja ein Gesetz, was heißt, man müsste den Legehennenstall direkt neben dem Haus aufbauen. Und da gibt es tatsächlich große Widerstände gegen. Und man muss auch das Recht der Bürger, 3000 Menschen sind nicht wenig bei 15.000, auch akzeptieren. Aber es gibt ja eine andere Möglichkeit, etwas weiter draußen das zu machen. Weil ich glaube, diesen Kompromiss würden wir mit Sicherheit auch hinbekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich muss auch da mal gegenüber den Parteien etwas sagen. Hätte man von Seiten des Rats von vornherein die Bürger mitgenommen auf diese Reise, hätte man sie informiert, hätte man ihnen gesagt, was man vorhat, dann hätte man höchstwahrscheinlich auch nicht ein so großes Votum erreichen müssen, weil dann wären die Menschen vernünftig informiert gewesen. Und ich möchte noch mal eins sagen, was ich sehr schade finde. Diese Familie lebt seit der 4. Generation in der Gemeinde Hatten. Und ich finde es auch nicht schön, wenn sie sich schämen müssen, durch den Ort zu laufen. Nur weil sie ein für ihr Unternehmen, auch für ihre Nachkommen, in diesem Falle für Sören natürlich, auch etwas auf die Beine stellen möchten. Also, ja, aber an einer anderen Stelle, wo er wesentlich weniger Gefährdung für Grundwasser und auch Geruch darstellt. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Der Landwirt ist ein Unternehmer. Genau. Ja, es geht natürlich jetzt nicht mehr darum zu gucken, was gab es für Versäumnisse, sondern jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten. Wie Ralf schon richtig gesagt hat, es muss Kompromisse geben. Was sind die Beweggründe, die die 3000 Bürgerinnen und Bürger daran hindern? Was stört? Was können wir machen? Darum geht es, sich zusammenzusetzen, einen Ortstermin zu machen, die Menschen mit ins Boot zu holen und dann zu gucken, weil wir haben eine starke Landwirtschaft in der Gemeinde, wir haben über 100 Betriebe, wir wollen, dass wir eine entsprechende, auch ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft haben. Da müssen wir eben auch als Gemeinde dann gucken, was geht, wie können wir die Landwirte dann unterstützen und wie kriegen wir die Menschen an einem Tisch. Dass wir es nicht allen recht machen können, ist wie im richtigen Leben so. Es wird immer Stimmen geben, die das stört, aber das müssen wir im Kauf nehmen. Aber mir geht es um möglichst großen Kompromiss. Ja, übernehme ich gerne mal. Wir als SPD haben ja damals auch Verantwortung übernommen bei diesem Thema. Wir haben damals eine Bürgerin- und Bürgerversammlung vor Ort organisiert auf dem Hof. Damals sind da 300 Teilnehmer gekommen, eben viele Bürgerinnen und Bürger, auch die besorgt waren. Wir haben versucht, den Dialog zu suchen. Und das ist das auch, was ich hier gerne mitgeben will, dass die muss die Botschaft sein. Miteinander reden, nicht übereinander reden. Das sollte an allererster Stelle stehen. Und für uns als SPD ist klar, dass wir weiter hinter der Steuerung Tierhaltungsanlagen stehen. Das war ja der Grundgedanke, den damals der Gemeinderat auf den Weg gebracht hat, dass wir sagen, grundsätzlich wollen wir, dass die Ställe am Hof sind, vor Ort, damit auch das, aus Tierschutzgründen etc., dass man es auch konzentriert hat und dass wir nicht Ställe haben mit noch viel mehr Tieren außerhalb, wo keine Kontrolle ist und die auch unsere Landschaft zersiedeln. Aber man muss auch sagen, in so einem Einzelfall muss man sich das genau angucken und dann einen anderen Standort finden. Also ganz konkret, ich bin nicht für diesen Standort in dieser Dimension, zumindest mit den aktuellen Planungen, wie der Stall dort geplant ist. Und deswegen muss man nach anderen Lösungen suchen. Es gibt, sind andere Flächen im Gespräch und dem stehen wir konstruktiv gegenüber. Ja, ich kann direkt aus Gemeinde- und Kreistag berichten. Ich habe das Thema des Landwirtes schon seit mehreren Monaten und teilweise Jahren begleitet. Und es ist tatsächlich kein ganz einfaches Thema. Wir sind von der Gemeinde Hatten landwirtschaftlich geprägt. Wir haben über 57% der Fläche, die landwirtschaftlich betrieben wird. Und natürlich müssen Landwirte die Möglichkeit haben, sich zu erweitern. Und deshalb würde ich auch befürworten, dass auch auf dieser, also nicht auf dieser Stelle, aber an anderer Stelle sicherlich ein Stall entstehen kann und auch muss, weil gerade auch unsere Landwirte sich wirtschaftlich erweitern müssen und auch in der Lage sein müssen, generationsübergreifend ihre Höfe weiter bewirtschaften zu können. Und da bin ich dafür, dass wir uns konkret nochmal auf die Suche machen, welche Flächen stehen in der Gemeinde zur Verfügung, wo kann ein Stall entstehen und wie können wir hier auch dem Landwirt Unterstützung geben. Ja,
heißes Thema. Ich denke mal, ich möchte das nicht bewerten, ob die Stimmen, die da abgegeben wurden, jetzt alle so gut waren oder nicht waren. Das obliegt nicht mir. Ich gehe erstmal davon aus, dass diese 3000 Stimmen oder über 3000 alle korrekt unterschrieben wurden und dann ist das auch alles okay. Der zweite Punkt ist für mich, dass wir natürlich den Landwirten eine Perspektive bieten müssen, wie Katja das auch schon sagte, einfach zu wachsen und auch den nachfolgenden Generationen die Möglichkeit bieten, qualitativ hochwertige Landwirtschaft für die Umgebung lokal zu kaufen, auch ermöglichen. Und da müssen wir punktuell, und das ist immer punktuell, es ist nicht so, dass wir jetzt massenhaft an neuen Stellen und an neuen Flächen am Ausweisen sind, sondern das sind punktuelle Entscheidungen. Und wenn es dort Probleme gibt, aufgrund der Tatsache, dass es zu dicht an der Wohnbebauung oder irgendwelche anderen Probleme sind, dann müssen wir darauf eingehen, aber auch Alternativen bieten. Und nicht nur einfach Nein sagen, sondern gemeinsam mit den Antragstellern, gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Betroffenen dann eine Lösung finden, die für alle Beteiligten unterm Strich dann ja, zu einem glücklichen Leben führt. Und wir wollen alle qualitativ hochwertiges Fleisch oder nicht alle, aber zumindest die Leute, die Fleisch essen. Und dann müssen wir natürlich auch in Kauf nehmen, dass das irgendwo steht. Und dafür gibt es nun mal Flächen, da kann das ausgewiesen werden und da muss die Politik da handeln. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich sehe auch nicht, dass es komplett abgelehnt wird, sondern dass man da noch Gespräche führen muss und dann einen Kompromiss haben wird. Das heißt, weil mir das ganz wichtig ist, weil Jan und ich sind im engen Kontakt, das weiß ich, dann sind also alle hier sitzenden Kandidaten für den Stall allerdings dann an einer anderen Stelle. Ist das richtig? Ja. Grundsätzlich ja. Also gegen. Okay, ich möchte das nur noch mal, damit das anschließend auch, weil das ein wichtiges Thema ist, 3000 Bürger sind wichtig, die Landwirtschaft ist wichtig, nur noch einmal zusammenfassen, dass das dann für uns alle so gilt. Man muss auch grundsätzlich natürlich über die Dimensionen von Tierhaltung sprechen und wie wir uns weiterentwickeln wollen. Der Landkreis soll nur Ökomodellregion werden. Da haben wir auch noch eine Aufgabe vor uns. Wir haben dort aktuell 3% Ökolandwirtschaft im Landkreis Oldenburg und das Ziel sollte irgendwie sein, 10% innerhalb der nächsten 5 Jahre, würde ich mal sagen. Und insofern würde ich mir auch wünschen, dass wir uns da wirklich weiterentwickeln und auch grundsätzlich Konzepte überdenken und vielleicht auch alternative Haltungsformen unterstützen. Ja, aber die Grundlage tatsächlich dafür muss wirklich sein, dass wir das sauber und vernünftig diskutieren und dass die Leute informiert werden. Das muss die Basis sein und darauf können wir alles andere aufbauen. Und ich glaube, man kommt auch zum Ziel, aber wie gesagt, was Ralf gerade schon sagte, ich glaube, auch mit dem richtigen Weg kommen wir dahin. Das ist dann so. Okay. Und du gerade sagst, Ökomodellregion, finde ich eigentlich ganz toll und Ökomodellregion klingt erstmal ganz hervorragend. Was mich an diesem Thema tatsächlich stört, ist, dass wir vergessen haben, die Landwirte mit einzubeziehen. Das heißt, im Vorfeld mit den Landwirten sprechen, was für Möglichkeiten gibt es, das hat mir tatsächlich gefehlt und das würde ich mir wünschen, dass wir das in Zukunft auch anders machen. Und das, Herr Wadenbrecht, den Einsatz muss ich noch sagen. Es wird hier eins vergessen. Die Landwirte haben in den letzten 20 Jahren 24% der Emissionen eingespart. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Die größten Emissionscenter sind selber die Energieversorger und nicht die Landwirte. Also, dass man das einmal sagt, die haben schon viel gemacht und die werden auch echt ganz schön viel drangsaliert. Darüber sollte man einfach mal nachdenken, dass das nicht so einfach ist für Landwirte, sich jeden Tag aufs Neue zu erfinden. So, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Das landen wir bei der alten Feuerwehr in St. Kuhn. Auch ja ein Thema, das uns schon länger beschäftigt in der Gemeinde. Da habe ich eine Zusendung bekommen von einer Frau aus St. Kuhn. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie das möchte. Aber sie ist zumindest eine der Verantwortlichen für das Bürgerbegehren, das es da gibt. Und sie stellt jetzt 2 ganz konkrete Fragen. Einmal an Herrn Meiners und auch einmal an Herrn Ernst. Aber ich denke, das sind auch Fragen, die wir auch dann an die anderen Kandidaten weiterreichen können. Sie schreibt hier, Herrn Meiners möchte ich fragen, ob er sich eine solche Nachnutzung des Gebäudes, und zwar jetzt als Bürgerhaus, für alle Einwohner der Gemeinde vorstellen kann, wenn es denn die erforderliche Zahl der Unterschriften von Wahlberechtigten bei diesem Bürgerbegehren gibt. Und Herrn Ernst fragt sie, ob er eher der Meinung der CDU-Ratsmitglieder ist, dass eine solche Nachnutzung zu kostspielig sei, oder eher der CDU-Landwirtschaftsministerin Frau Otte-Kienast zustimmt, die bei der Übergabe eines Förderbescheides wohl in einer anderen Gemeinde gesagt haben soll, Zitat, ländliche Gemeinden brauchen attraktive soziale, kulturelle Zentren, die das Leben auf dem Land lebenswerter machen. Ich schlage vor, dass Sie beide beginnen und dann können die anderen gerne auch noch dazu was sagen. Ja, ich starte mal mit der ersten Frage an mich. Also tatsächlich, die Nachnutzung ist ein ganz großes Thema bei uns im Ort, in der Gemeinde. Und wir müssen zusehen tatsächlich, dass wir das Gebäude so nutzen, dass das für unseren Haushalt zuerst tatsächlich nicht zu Belastung wird, dass wir da jetzt keine Unsummen reinstecken und sagen, okay, wir stecken da jetzt zum Beispiel ja, ein Haus der Vereine rein und nachher ist zum Beispiel die Nutzung nicht voll geklärt. Also erstmal muss ein richtig gutes Konzept her, wer nutzt es, wer kann es nutzen,
Ist es multifunktionell einsetzbar? Für welche Zwecke ist es? Wer bezahlt das Ganze? Das ist natürlich ein Riesenthema. Und ja, wir kennen ja den Kostenapparat, so Pi mal Daumen von dem Gebäude im Jahr. Und ein Umbau, eine Sanierung, was dann anstehen muss, frisst natürlich nochmal einen Riesenbatzen Geld. Die andere Möglichkeit tatsächlich sehe ich auch in den Betrieben, dass man das Gebäude auf jeden Fall erhält, weil das gehört zum Ortskern von Sandkrug, das ist ortsprägend, das alte Feuerwehrhaus, aber ob man guckt, ob man da vielleicht sonst auch noch einen anderen Pächter reinbekommt. Also für mich ist es wirklich eine Abwägungssache und man muss wirklich zusehen, dass wir als Gemeinde das ganze Ding entweder schultern können und dass es sich selber trägt oder dass wir jemanden finden, der sich darum kümmert, der investiert und den Standort und das Erscheinungsbild erhält an der Stelle. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ja oder nein? Bürgerbegehren folgen oder nicht? Bürgerbegehren würde ich folgen tatsächlich. Okay. Und wenn das zu dem Ergebnis kommt, dass da das Haus der Vereine reinkommt, dann muss man wirklich prüfen, aber jetzt auch schon prüfen, wie sieht es finanziell damit aus? Also Bürgerbegehren jetzt nicht abwatschen. Okay, gut. Das ist ja auch nicht unrelevant für meine Frage. Also von daher, mir ist es relativ, ich will nicht sagen egal, aber ich stimme nicht mit der CDU-Fraktion immer gleich ab und ich werde auch nicht das machen, was die Ministerin sagt. Von daher, ich bin Bürgermeister, zwar mit einem CDU-Parteibuch, aber ich bin dann parteiübergreifend zum Wohle der Gemeinde. Und es wird genug Abstimmungen geben, wo ich wahrscheinlich nicht mit der CDU einer Meinung bin und dann mit der SPD und den Grünen oder wem auch immer dann abstimme. Von daher ist das für mich gar nicht so relevant. Für mich ist viel relevanter, haben wir da ein Gebäude, was wir wirklich finanziell gut nutzen können? Und da spielt für mich auch die Frage, können wir das als Gemeinde das selber so tragen? Also quasi wie mein Vorredner. Und das Bürgerbegehren ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber das Bürgerbegehren schafft keine Grundlage dafür, dass finanziell auch alles geregelt ist. Und wenn wir kein Konzept dafür haben, was von der Gemeinde aus gut getragen werden kann, müssen wir natürlich auch überlegen, ob wir das Ganze in, ich will nicht sagen professionelle Hände geben, aber zumindest in jemanden, der das in irgendeiner Betreiberform dann nutzen kann. Und diese Abwägung wird dann zu schaffen sein, gemeinsam mit dem Gemeinderat, natürlich auch mit den Bürgern. Aber das ist für mich momentan noch relativ offen und das Bürgerbegehren muss natürlich erstmal abgewartet werden. Ich übernehme gerne mal. Ich sag mal, wir als SPD stehen da ganz klar hinter. Wir haben das damals schon unterstützt, als die erste Initiative war für solch ein Bürgerhaus bzw. Haus der Vereine. Das Wichtigste ist, wir werden das so oder so unterstützen. Einfach mal dazu, ich habe gerade mal meine Gedanken gesammelt etwas. Also wir werden es einmal unterstützen jetzt über das Bürgerbegehren, das haben wir schon offiziell unterstützt, auch mit unseren Unterschriften. Und wir werden es auch davon unabhängig im Gemeinderat, auch in der neuen Periode, kann der Rat das sowieso neu wieder beantragen, neu auf die Tagesordnung setzen. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir solch ein Bürgerhaus gut gebrauchen können. Wir haben aktuell nicht so einen Ort, wo sich Vereine treffen können, Bürgerinnen und Bürger. Auch Parteien können das nutzen. Wir haben das damals abgefragt, wer grundsätzlich Interesse an solch einem Bürgerhaus hätte. Und das waren durchaus einige Vereine, die das auch noch tragen würden. Wir haben einen großen Sportverein, der seit Jahren, die RSG, die seit Jahren auf der Suche nach Räumlichkeiten ist. Das ist natürlich jetzt nicht nur ein Haus der Vereine für diesen einen Verein. Aber unser Wunsch ist eben, dass dieses realisiert wird. Und die Finanzierung war eigentlich auch schon quasi gesichert, zumindest die Investition damals. Es gab Fördermittel über 70%. Davon hätten wir eben nur 30% antragen müssen. Inzwischen wurde der Fördersatz angehoben auf 90%. Insofern sind die Investitionen relativ überschaubar. Und ich denke, auch die laufenden Kosten können wir genauso wie bei anderen Sporthallen etc. durchaus als Gemeinde tragen. Gut, ganz kurz. Bürgerbegehren ist wichtig. Wenn wir volksnah sein wollen, wenn wir bürgernah sein wollen, dann müssen wir entsprechend auch diese Stimmen hören und das zulassen und es auch ernst nehmen. Gleichwohl, und ich sehe es auch so, es ist wichtig, ein Gebäude zu haben für die Bürger als Treffpunkt, als Sammelpunkt, wo sich Menschen begegnen können. Das geht auch in Vereinen, aber ein wichtiges Gebäude ist sicherlich das Feuerwehrhaus. Es hat einen gewissen Charme, von daher bin ich auf jeden Fall dafür, das Gebäude zu erhalten. Wir müssen allerdings auch die Kosten im Blick haben, nicht nur die Kosten für die Investitionen, die wir erst haben, sondern es gibt auch Folgekosten. Wie ist das Gebäude energetisch? Wir dürfen auch nicht die Verkehrssituation aus dem Blick verlieren. Weshalb ist die Feuerwehr seinerzeit damals weggegangen? Auch das spielt eine Rolle.
Und da werden wir uns natürlich dann ernsthaft zusammensetzen müssen und gemeinsam mit dem Rat auch da zu einem guten Ergebnis kommen. Aber auf jeden Fall ist es erstmal zu akzeptieren und definitiv nicht abzuwatschen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Punkt. Diesmal falle ich dir nicht ins Wort, Katja. Ach du. Danke. Grundsätzlich, ich kann mich an eine Zeit erinnern als Jugendpfleger, das war 2006. Da war der Haushalt so desolat, dass es hieß, das war der Grund, warum ich in Turnschuhen und auch ohne irgendein Können kandidiert habe, weil die Jugendpflege damals aufgrund der Haushaltslage zur Debatte stand. Also freiwillige Leistungen sollten quasi wegfallen. Das ist, wir können ja keine Pflichtleistungen wegfallen lassen, sondern nur freiwillige. Deswegen, eine Sache muss ganz klar und eindeutig sein, auch wenn wir Fördermittel bekommen, müssen wir ja immer die Gegenfinanzierung darstellen. Das ist ja völlig egal. Wenn wir immer über Fördermittel sprechen, dann müssen wir immer die Gegenfinanzierung machen. Das heißt, also, wenn wir sie nicht sicherstellen können, egal wie viel das ist, haben wir ein Problem. Dass das Haus bleiben soll in der Gemeinde und auch in Gemeindehand steht, glaube ich, außer Frage. Dass der Reha-Sportverein, über den sprechen wir hier, einige hundert Mitglieder hat, ist vielen Menschen gar nicht bewusst und es ist auch definitiv sehr wichtig, dass wir das erhalten. Aber was mir tatsächlich auch noch fehlt, das ist tatsächlich ein Konzept. Und das muss so hieb- und stichfest, und da gebe ich auch Herrn Ernst recht, da gebe ich allen Vorrednern recht, das muss so hieb- und stichfest sein, dass wir nicht in 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren darüber nachdenken, dass das vielleicht ein Fehler war, weil wir das Geld dafür nicht mehr haben. Und dann haben wir ein Problem. Die Parksituation sehe ich im Prinzip nicht so groß, muss ich ehrlich sagen, weil wir haben auf der anderen Seite einen Supermarkt, wir müssen auch ein paar Bürger mal erziehen. Also da nicht zu parken wäre das Thema. Ja, es sind ein paar Meter, die kann man, glaube ich, gehen. Und ich glaube, dass wir einfach schauen müssen, das finde ich auch wichtig zu sagen, wie sieht es eigentlich energetisch aus? Und ich glaube, da brauchen wir diesmal auch ein Gutachten. Wir müssen vorher wissen, was das kostet. Und nicht sagen nur vom Herzen her ja, sondern tatsächlich es auch sagen, was kostet es am Ende. Ja, dann mache ich das Schlusswort. auch von meiner Seite ganz klar, klares Ja für das Bürgerhaus, Haus der Vereine. Ich finde es unheimlich wichtig, da auch Vereine unterzubringen. Vereine sind Lernorte, auch für unsere Gemeinde. Und insofern unterstütze ich dieses Bürgerbegehren. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade die Waldschule händeringend um Räume und zusätzliche Bildungsorte gebeten hat. Wir haben wahrscheinlich oder vielleicht wieder eine Corona-Situation vor uns, wo wir ins Homeschooling oder zumindest auf externe Räume ausweichen müssen. Genau für solche Geschichten ist auch dieses Bürgerhaus sicherlich interessant, weil als ein Beispiel mal konkret dazu, die Schultrede hat ein Haus, in dem Flüchtlinge untergebracht sind. Jetzt aktuell ist es saniert worden, befindet sich im Besitz der Gemeinde und dort kommt jetzt wieder eine syrische Familie rein. Aber eigentlich ist das Haus prädestiniert für einen externen Bildungsort, für die Waldschule, wo man im Prinzip nachschulische Betreuung machen könnte, wo man AGs und WPKs stattfinden lassen könnte. Und ich würde gerne dafür werben, dass wir dieses Haus in die Schule als externen Bildungsort integrieren und dafür das Haus der Vereine, da ist eine Wohnung oben drin, vielleicht kriegt man es hin, dass man da einen Tausch stattfinden lässt, dass auch die Wohnung, die in diesem zukünftigen Bürgerhaus liegt, für solche Zwecke mit nutzen kann. Klar, Kosten-Nutzen-Rechnung muss sein, aber ich denke, wir müssen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da unsere Vereine und so weiter zu unterstützen. Also das Haus kenne ich an der Schultrede, das muss ich mal kurz sagen, das stand ja 2 Jahre frei, leer. Das wird deswegen, ja, Schultrede, mein Jugendhaus, also Entschuldigung, nicht meins, also es gehört der Gemeinde. Ich habe das so ein bisschen adaptiert. Also das Haus steht 2 Jahre leer und musste 2 Jahre jetzt quasi, wird jetzt saniert, weil 2 Jahre leer stand. Und im Übrigen dürfen wir nicht vergessen, wir kriegen 18 syrische Familien zugewiesen, die müssen irgendwo hin. Das können wir uns auch nicht aussuchen, sondern die müssen irgendwo hin. Und das Dramatische an dieser Geschichte ist, dass der Wohnraum so schlecht ist, dass die sich hier integriert haben, syrische oder andere Familien aus Flüchtlinge, aus Kriegsgeschehen, dann ausziehen müssen und sich einen neuen Wohnort suchen müssen, aber keinen finden. Also, das wäre die nächste Frage auch gewesen. Sie können dann gleich im Prinzip weitermachen. In den letzten Jahren wurde mir hier geschrieben, wir sind etwa 200 Flüchtlinge in die Gemeinde hatten gekommen. So. Und nach Auffassung des betreffenden Sandkukers, der, ich kenne ihn ganz gut, der kümmert sich auch um die Menschen, gerade wenn es um Behördengänge geht. Nach seiner Auffassung sind sie einfach mehr verwaltet worden von der Gemeinde und eine nennenswerte Unterstützung, schreibt er,
bei der sozialen und beruflichen Integration fand demgegenüber nur unzureichend statt. Welche Maßnahmen, würde ich gerne wissen, werden von den Kandidaten nun vorgeschlagen, mit deren Hilfe für eine verbesserte, nachhaltige Integration gesorgt werden kann? Das ist ja genau das Thema jetzt, da können Sie gerne gleich... Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind in die Gemeinde, hatten natürlich tatsächlich aus Kriegsgebieten kommen. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn wir morgens aufwachen, schlagen bei uns ja keine Bomben ein und wir müssen auch keine 20 Kilometer zu einem Wasserloch laufen. Ich glaube, das Thema Dankbarkeit ist bei diesen Menschen sehr groß. Ich kann das so genau sagen. Ich habe in meinem Unternehmen 12 Nationen und 5 Religionen. Ich habe einen Auszubildenden, der sprach nicht ein Wort Deutsch, der hat erst mal im Lager angefangen. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft werden. Natürlich sind uns da manchmal leider Gottes gesetzliche Grenzen gesetzt. Viele von denen möchten gerne was tun, möchten gerne arbeiten, aber es wird nicht zugelassen. Was allerdings geht, und das ist wichtig, sie können ja ein Teil der Gemeinschaft werden. Es gibt viele Beispiele in der Gemeinde Hatten, wo es möglich ist, sie zu integrieren. Die würden gerne ein Teil sein, ganz sicher. Und ich würde alles daran setzen, mit Herzblut, Kraft und Power, dass diese Menschen auch einen Wirkungsgrad in der Gemeinde haben, dass wir sie wirklich auch mit nicht nur aufgenommen haben, sondern dass sie auch etwas zurückgeben. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde es sehr wichtig, dass sie eben nicht nur zu Hause sind und in ihrem kleinen Kulturkreis bleiben, sondern natürlich, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, dass sie unsere Sprache lernen, dass sie wissen, wie unser Ortsverständnis ist, dass es bei uns viele Möglichkeiten gibt, auch dass, wenn man die Sprache nicht so gut kann, tatsächlich teilzuhaben, weil ich diese Gemeinde als liebenswert kennengelernt habe und auch ganz sicher weiß, dass viele Vereine und öffentliche Einrichtungen die auch aufnehmen würden. Und mein Statement ist ganz klar, macht die 200 Menschen zu einem Teil von der Gemeinde Hatten, nehmt sie mit und lernt von denen. Ich weiß, die kochen auch sehr gut. Es gibt also viele Beispiele dafür, dass man von ihnen auch lernen kann und die lernen auch gerne von uns und die sind sehr, sehr dankbar. Und dieses Haus dort, das war damals von 10 Menschen bewohnt. Ich kann das immer noch nicht fassen, weil ich die Räumlichkeiten kenne. Und ich hoffe, dass die Gemeinde Hatten guten und angenehmen Wohnraum in Zukunft findet für die Menschen, weil es wird ja nicht aufhören. Der Zustrom wird uns ja zugewiesen. Und ich muss auch sagen, da ziehe ich den Hut vor der Verwaltung, die immer wieder aufs Neue dafür sorgen muss, Wohnraum zu finden, den es eigentlich gar nicht gibt. Ich bin aber auch dagegen, dass wir viel Haushaltsmittel ausgeben, um sie in Hotellerie unterzubringen. Das funktioniert ja auch auf Dauer nicht. Es ist einfach zu teuer, schlicht und ergreifend. Also herzlich willkommen bei uns. Sie müssen nur ein Teil von uns werden und wir helfen euch dabei. Das ist du hast ja das Thema angesprochen, Sie lernen von uns und genau das ist der Punkt. Ich sehe die Wirtschaftsförderung momentan noch nicht so weit, dass sie auch die Unternehmen dabei unterstützt, dass die Leute, die zu uns gekommen sind und ja wissbegierig sind, die was lernen wollen, einen Ausbildungsberuf oder auch erstmal die Sprache, dass wir die von der Verwaltung, von der Wirtschaftsförderung heraus so die Unternehmen unterstützen, dass sie dort die Hilfe kriegen, die sie brauchen. Ich habe Unternehmer kennengelernt, die haben sich da engagiert. Das ist deren Eigeninitiative. Die setzen sehr, sehr viel Zeit darauf ein, diese jungen Leute, die hierher kommen und hier im Frieden leben wollen, wahnsinnig dankbar dafür sind, hier einen Beruf zu erlernen. Die werden damit teilweise alleingelassen. Und ich möchte die Wirtschaftsförderung auch in diesem Bereich weiter aufbauen und ausbauen, dass die Unternehmen dort einen Anlaufpunkt haben, dass sie wissen, okay, ich habe einen Ansprechpartner. Die müssen das nicht alle selber machen. Aber zumindest muss die Wirtschaftsförderung so aufgestellt sein, dass sie den Unternehmen an die Hand nehmen kann, das Unternehmen an die Hand nehmen kann und denen dann zuweisen kann, da und da wird dir geholfen, hier und dort kriegst du das. Und dann wird dieser Mensch auch ganz, ganz schnell Teil der Gesellschaft, weil Arbeit ist nun mal etwas und Sprache, was die Leute integriert. Und ich glaube, dann haben wir einen ganz, ganz wertvollen Gewinn bei solchen Sachen und alle Leute profitieren davon. Ja, oftmals scheitert es an Arbeitsgenehmigungen. Und da ist es dann das Problem, die Leute wollen arbeiten, die Unternehmen wollen diese Menschen einstellen, aber es scheitert an Verwaltung. Und das kann nicht sein. Verwaltung muss unterstützen und da müssen wir, da gebe ich Bastian Ernst auch recht, da müssen wir auch die Unternehmen unterstützen und damit unterstützen wir ja auch die Menschen. Denn es sind nicht 200 Verwaltungsvorgänge, sondern es sind 200 Menschen, die Teil unserer Gemeinde sein wollen. Und da müssen wir gucken, was können wir machen. Da können wir als Gemeinde versuchen, Lotsen zu installieren, Patenschaften zu errichten für Behördengänge, auch die Behörden, die Arbeitsagenturen entsprechend zu sensibilisieren, doch Arbeitsgenehmigungen zu erteilen. Dann können wir sie integrieren, damit die Sprache gesprochen wird, damit sie gelernt wird, auch Teil der Vereine zu werden, eventuell über Bildungsgutscheine, dass sie sich da integrieren. Für Kinder ist es relativ einfach. Ich kenne es früher noch aus der Jugendmannschaft im Fußball, wie schnell hatten wir Multikulti-Mannschaften, aber da hat man sich ruckzuck dann unterhalten und da haben die Kinder dann entsprechend auch die Sprache gelernt und Freundschaften sind entstanden. Und das bringt die Menschen
dazu eben auch ein Teil der Gemeinde zu werden. Und das ist das, was wir tun können. Wir können Ehrenämter entsprechend auch für unsere geflüchteten Menschen dann bereithalten, dass sie sich engagieren. Es gibt viel zu tun in der Gemeinde und ich denke, das sollte möglich sein. Gut, mache ich weiter. Soziale Integration ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Wir haben hier während der Frühflüchtlingskrise unheimlich viele freiwillige Helfer gehabt, die sich einer Familie angenommen haben, die sich gekümmert haben, Behördengänge mitgemacht haben. Und das ist unheimlich viel Arbeit, aber auch mit unheimlich viel Herz passiert. Und da müssen wir tatsächlich auch echt mal Danke sagen. Das war ein Riesenstück, was da auch der Verwaltung abgenommen wurde. Und das ist einfach insgesamt großartig gelaufen. Aber die soziale Integration ist für mich nicht nur Flüchtlinge zu integrieren, sondern unsere eigenen Kinder, unsere harter Kinder, die hier aufwachsen, auch die müssen unterstützt und integriert werden. Und die hatten teilweise das Problem, dass in den Jugendhäusern der Überhang an den Flüchtlingskindern so groß war, dass sie sich da nicht mehr wirklich wohlgefühlt haben. Und wir jetzt das Problem haben, dass wir hier gucken müssen, wie kriegen wir diese Kinder an die Hand genommen und wieder untergebracht, sodass wir da Hilfe leisten können. Dazu kommt, dass wir durch die Corona-Krise viele Vereinsbeiträge nicht mehr leisten konnten. Das heißt, viele Familien, die sozial schwach sind, haben die Möglichkeit, nicht mehr diese Beiträge aufzubringen. Die Kinder sind zu Hause, die sind nicht mehr im Verein, haben keine Chance mehr, sich zu integrieren oder irgendwo an einem Lernort teilzuhaben. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir anpacken müssen, wo wir vielleicht auch von der Gemeinde ein Programm entwickeln müssen, Geld in die Hand nehmen müssen und zu sagen, so Verein XY, was könnt ihr unterstützend dazu leisten? Wie kriegen wir alle unsere Kinder hier in der Gemeinde, auch die Flüchtlingskinder, zusammen in die Vereine und untergebracht, versorgt? Ja. Also mein Ziel wäre tatsächlich, dass wir irgendwann nicht mehr von Flüchtlingen sprechen, sondern von Hatterinnen und Hattern. Und dass wir wirklich zusehen, dass wir die Leute wirklich integrieren und wirklich gut bei uns aufnehmen. Und ihr habt ja schon ganz viel vorweg gesagt, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich bringe beruflich Menschen zusammen, das ist mein Job. Und tatsächlich würde ich das auch im Rahmen der Gemeinde so sehen, dass wir auch den kulturellen Austausch weiter vorantreiben. Denn da treffen teilweise wirklich Welten aufeinander und die müssen wir wirklich bei uns abholen. Wir können was von denen lernen und ich glaube, es kann viel Spaß machen und sehr erfolgreich werden. Ja, ich möchte einmal gerne das Thema Wohnen nochmal aufgreifen. Das war ja auch so ein bisschen der Ursprung der Geschichte jetzt hier. Mir ist ganz wichtig, dass wir bei der dezentralen Unterbringung der Menschen bleiben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir eben nicht zentrale, man könnte natürlich leicht mal eine Fläche ausweisen und dort zentriert die Menschen alle unterbringen. Das halte ich für nicht richtig, um sie vernünftig zu... Genau, war auch schon im Gespräch. Das halte ich für nicht den richtigen Weg. Ich denke, da sind wir den richtigen Weg eingeschlagen, dass wir gesagt haben, wir bringen die Menschen dezentral in allen Ortsteilen unter. Dadurch integrieren sie sich dort auch, lernen auch die Rituale kennen, lernen das Vereinsleben kennen. Wir haben schon Jakolo zusammengespielt, Katja und ich auch mit Geflüchteten und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. So muss es, denke ich, laufen. Da müssen wir weitermachen und auch vielleicht noch wieder neuen Wohnraum auch schaffen. Wir haben teilweise auch investiert, die Gemeinde mietet Wohnraum an. Denke ich, da sind wir auf dem richtigen Weg, das müssen wir fortführen. Gerne aufgreifen möchte ich noch das Vereinsleben, soziale Integration, das hat Katja angesprochen. Aktuell auch ganz wichtig, auch ein Aufruf an die Vereine. Es gibt Fördermittel von der Bundesregierung, jetzt auch gerade um nach der Corona-Pandemie wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. Da müssen jetzt auch die Vereine aktiv werden und auch die Gemeinde kann da Fördermittel abgreifen. Da müssen wir jetzt auf Zack sein. Da ist noch was im Topf, aber irgendwann wird der Topf auch ausgeschöpft sein. Da müssen wir wieder zügig sein, wie Herr Bund in der Vergangenheit auch. Okay, wir springen im Thema wieder, aber das ist ja auch was, wenn man dann im Berufsleben ist und Bürgermeister ist, ja auch der Fall sein wird, dass man von einem Thema zum anderen befördert wird oder sich kümmern muss. Und zwar gibt es ja in der Gemeinde Hatten einen Senioren- und Behindertenbeirat. Der hat sich auch über die sozialen Medien quasi bei uns gemeldet und der möchte gerne, und dazu muss ich sagen, der ist mittlerweile ja vertreten im Sozial- und Jugendausschuss. Aber mit dieser Situation sind die Herrschaften, die Vertreter nicht so ganz glücklich, sondern sie möchten gerne auch bei anderen Themen in der Zukunft mitreden. Wir werden ja alle nicht jünger, sage ich mal. Und deswegen wünsche ich dieser Beirat, dass er künftig auch im Straßen- und Verkehrsausschuss und auch im Bau- und Planungsausschuss vertreten sein könnte. Und verbunden wird das Ganze mit der Frage, wie stellen sich der oder die zukünftigen Bürgermeister oder Bürgermeisterin dann die Zusammenarbeit vor mit dem Beirat? Oder halten Sie möglicherweise den Beirat sogar für überflüssig? Ich bin gespannt.
beginnen? Mache ich wohl, ja. Okay. Ja, auch im Kreistag ist das ja so, dass der Senioren- und Behindertenbeirat auch vertreten ist. Und genau so muss es auch sein. Und das halte ich auch für die Gemeinde Hatten für unheimlich wichtig und auch unabdingbar. Gerade im Verkehrsausschuss, nennen wir ihn mal so, Bau- und Straßenausschuss, ist es ganz wichtig, dass auch die Senioren mit dem Blick auf die Straßen und auf die Überwegungen und Fußgängerwege schauen können. Genauso wie ich es für wichtig halte, dass das junge Familien da auch mit beteiligt werden. Es ist so ein Problem gerade, die Ortsdurchfahrt Kirchhatten zu gestalten bzw. die Überwegung dort zu gewährleisten, weil solange wie der Bau nicht abgeschlossen wird und ist, kann auch die Fahrbahnmarkierung noch nicht stattfinden. Und das ist eins der vielen Themen, die der Senioren- und Behindertenbeirat gerade anprangert und das auch zu Recht. Es muss da endlich was passieren, dass wir die Möglichkeit haben, da sicher die Straßen zu queren und auch die Radwege endlich auch auf den Straßen verzeichnet sind. Also fast zusammen, es ist wichtig und er sollte auch durchaus mehr Möglichkeiten der Mitsprache. Selbstverständlich, mehr Mitspracherecht auf allen Ebenen und das nicht nur in den beiden Ausschüssen, sondern insgesamt vertreten. Okay. Wir haben ja eine Podiumsdiskussion gehabt in Kirchhatten und es wurden viele Themen angesprochen, aber ist Ihnen allen mal aufgefallen, dass weder das Thema Inklusion noch das Thema Senioren irgendwie es hatte gar keine Stimme. Das ist eigentlich, Landwirtschaft auch nichts, also sprichwörtlich gab es das gar nicht. Ja. Und ich mag nur mal, ich möchte mich Katja mit allem, was ich habe, anschließen, ist absolut genauso, wie es sein sollte. Aber vielleicht mal ein klassisches Beispiel. Wir haben ja einen sehr großen Verein bei uns, die TSG. Und die haben ganz viel getan für Inklusion, aber eine Rollstuhlfahrerin kann das Gebäude nicht betreten. Das kann man ganz klar sagen. Die Tür geht nicht auf. Ich meine, und genau das ist ja sprichwörtlich für das, über das wir hier sprechen. Wir sprechen ganz oft über Themen, aber setzen sie dann letztendlich de facto nicht um. Dass wir sie mitnehmen und sagen, so, was müssen wir machen, du Senior oder du mit Inklusion, damit du ein Teil dieser Lösung bist und wir das auch lösen können. Und das ist eigentlich so für mich der Punkt gewesen, wo mich eine Bürgerin angeschrieben hat, gesagt, ich komme nicht rein. Also ganz banal, obwohl da so viel Geld investiert wurde. Also 100% müssen wir so machen. Ja, und dann kann man ja tatsächlich auch sagen, die Fragestellung war ja, wird jetzt auch noch woanders mit implementiert. Und dann muss man sagen, okay, dein Beispiel ist ein super Beispiel, dann ins Richtung Baurecht geht zum Beispiel, dass wir dann da auch die Aspekte mit reinnehmen, damit solche Fehler dann wirklich nicht passieren, weil dann werden wirklich Unsummen da investiert und dann scheitert man an den einfachsten Dingen teilweise. Und da müssen dann die Stimmen gehört werden. Und sollte beibehalten werden, also nicht aufgelöst. Ja, genau, zweimal ja. Ja. Wichtig, sollte beibehalten werden, sollte beteiligt werden. Wir haben es gesehen, wir haben es auch in der Begehung gesehen im Ort, wo wir Menschen mit Einschränkungen an der Hand hatten, beziehungsweise die haben uns im Prinzip an die Hand genommen. Was auch mal gut war, zu sehen, wo gibt es tatsächlich die Möglichkeiten, eine Straße vernünftig zu überqueren. Das ist schwierig, das ist für ältere Menschen schwierig, das ist teilweise für kleine Kinder schwierig. Und das sollten wir berücksichtigen. Und deshalb ist es wichtig, entsprechend, wie ich es ja auch sehr gerne möchte, was mir auch eine Herzensangelegenheit ist, die Menschen zu beteiligen, auch hier entsprechend die Beteiligten dann auch zu hören. Wenn wir über Schule sprechen, ist es wichtig, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit Eltern und Kindern zu sprechen. Und hier ist es eben wichtig, die Belange von Seniorinnen und Senioren zu berücksichtigen. Und deshalb hat der Senioren- und Behindertenbeirat auf jeden Fall seine Berechtigung und sollte eine Stimme bekommen. Wir werden immer alle älter, das ist auch gut so und da freuen wir uns alle drüber, aber irgendwann kommen wir alle an den Punkt und Guido hat es angesprochen, bei Hatten inklusiv, als wir durch die Gemeinde geführt wurden, also ich kam über die eine Ampel nicht rüber, auf der Hälfte der Strecke war sie rot und dann gab es auch nochmal ganz viele Absenkungen, wo ich sagte, da kommst du mit dem Rollator auch nicht rüber und das waren wirklich nur eine halbe, dreiviertel Stunde, was mir gezeigt wurde. Dann möchte ich gar nicht wissen, was noch alles passiert und Ralf sagte ja auch schon, ein neu gebautes Sportgebäude. Wie kann das passieren? Das alles bedeutet am Ende natürlich Geld, das muss uns bewusst sein, aber dafür müssen wir das Geld haben. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir die Gemeinde dann anderswo auch so aufstellen, dass wir das Geld einnehmen können, um es dann für sowas Wichtiges und Gutes ausgeben zu können. Also definitiv ein Ja und Beibehalten. Ich mache es auch kurz. Ich möchte es auch gerne unterstützen. Er hat schon eine Stimme, das darf man auch nicht vergessen. In jedem Verfahren wird er auch beteiligt, der Beirat. Das ist selbstverständlich, aber wir können ihn gerne stärken. Das möchte ich gerne unterstützen. Natürlich in Rücksprache mit den Ratmitgliedern, die haben ja auch ein Wort mit zu reden. Okay, ja, danke für die kurze, knappe und präzise Antwort von allen. Jetzt gehen wir nochmal zum Thema Grundschulen. Da gibt es ja auch ein
Dauerthema nenne ich das jetzt mal, der Schulstandort Strekamoor, die Frage oder die Ängste, die die Eltern immer wieder haben, obwohl es ja einen geltenden Ratsbeschluss gibt, der eigentlich sich ganz klar positioniert hat. Aber wie gesagt, es geht um die Frage, halten Sie daran fest, dass der Schulstandort Strekamoor eine eigenständige Schule, nein, dass eine Nebenstelle, Entschuldigung, der Grundschule Sandkrug bleiben wird, oder soll er wieder eigenständig werden dürfen? Vielleicht fange ich jetzt einfach mal an. Also ich habe ja vorhin schon kurz ausgeführt, dass ich damals dort auch zur Grundschule gegangen bin. Also ich habe auch eine gewisse emotionale Verbindung wirklich zu dieser Schule. Ich war da selber als kleiner Piepmaps, hat dort meine Schultüte damals bekommen. Und ich bin auf jeden Fall dafür, diesen Standort zu erhalten. Das steht außer Frage. Wir wünschen uns in der SPD, dass dieser Standort eigenständig wird. Genau, eigenständig wird. Das muss das Ziel sein, das ist ganz klar. Es gehört bei dieser Diskussion aber auch zur Wahrheit dazu, dass wir eben ein Grundschulkonzept haben und dass die Grundschule Strekamoor nicht an erster Priorität steht. Ich denke, wir haben die Grundschule Kirchhatten, ist da an erster Stelle. Das gehört zur Wahrheit dazu und das wird ein langjähriges Projekt sein. Die Grundschulerneuerung, da wird ein kompletter Neubau gebaut. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, das wird eher in 5 bis 10 Jahren geschehen. Aber meine Hoffnung, die auch damit verbunden ist, dass wir dann die Zahlen haben in 10 Jahren spätestens, dass diese Grundschule auch wieder eigenständig werden kann. Weil aktuell haben wir haben jetzt gerade frisch auch eine E-Mail bekommen, die Ratsmitglieder zumindest, dass das nicht genehmigt werden sollte von der Landesschulbehörde, beziehungsweise jetzt vom sogenannten Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und in 10 Jahren kann das ganz anders aussehen. Wir sind vielleicht noch wachsend durch das Mühlenweg-Baugebiet, sind auch ein paar Einwohnerinnen und Einwohner dazugekommen, mehr Schüler werden sich auch entwickeln und insofern blicke ich dem hoffnungsvoll entgegen, dass wir das schaffen, den Standort wieder eigenständig zu machen. Also eigentlich ja so, dass man meinte, die letzten 5 Jahre ist ja irgendwie auch versäumt oder man ist nicht schnell genug vorangekommen, in Kirchhatten dort die Modernisierung vorzunehmen und dass das im Grunde genommen möglicherweise sogar noch ein Vorteil sein könnte, weil es sich nach hinten verlagert, die Entscheidung. Kann man das so sagen? Was die Eigenständigkeit angeht, würde ich das tatsächlich sagen, dass die Zeit da eher mit uns spielt. Deswegen ist auch eigentlich die Dramatik, die teilweise in den Umlauf gebracht wurde, meiner Meinung nach nicht angemessen. Und auch teilweise die Kritik, finde ich, an den Schulleitungen ist hart, muss ich ehrlich sagen, aus meiner Perspektive. Vielleicht ein bisschen einfach erstmal durchatmen. Wir sollten das Konzept weiter ausarbeiten und dann auch erstmal das abarbeiten, die ersten Prioritäten. Und dann geben wir unser Bestes, dass die Grundschule Sandkrug mit Außenstandort erhalten bleibt, dass wir dann 3 eigenständige Schulen, Grundschulen haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, noch zu den Investitionen, vielleicht, dass wir eben auch in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel in die Waldschule auch unter anderem investiert haben. Und ich sage mal, die Waldschule steht top da, aber wir haben eben auch noch andere Schulen, an die wir auch denken müssen. Und jetzt sind die Grundschulen dran, vordergründig. Natürlich die Waldschule nicht vergessen, trotzdem auch. Das ist ja das Thema, Waldschule steht gut da. Aber wir haben einen Sanierungsstau, wir haben die Grundschulen, die müssen wir jetzt dringend angehen. Denn da ist einiges zu tun. Kirchhatten steht jetzt als erstes auf der Liste drauf. Da ist einiges zu tun. Die anderen Schulen haben auch einen Bedarf. Das dürfen wir nicht außer Acht verlieren. Die Landesschulbehörde spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen aber eben auch gucken, wie ist es dann mit den Schülerzahlen, mit den Zuordnungen zu den einzelnen Schulen. Auch da können wir als Gemeinde tatsächlich tätig werden. Aber da gebe ich Gerrit Edelmann recht, wir haben eine gewisse Zeit, wir sollten jetzt nicht in Hysterie verfallen, wir sollen das Thema ernst nehmen und ich glaube allen Beteiligten hier auf dem teilweise tatsächlich roten Sofa und auf den Stühlen, die uns einrahmen, ist es sehr, sehr wichtig und dieses Motto, kurze Beine, kurze Wege, spielt eine Rolle, dass die kleinen jungen Leute da einen kurzen Weg haben zur Grundschule, wenn das machbar ist. Und da sollten wir auch eine Machbarkeitsstudie dann in Auftrag geben, beziehungsweise schauen, was geht. Definitiv Standort erhalten, aber wir sollten ruhig bleiben und besonnen bleiben, wie bei vielen anderen Themen auch. Und es sollte möglich sein und dann zeigt uns vielleicht auch die Zeit, dass sich die Schülerzahlen entwickeln, dass es dann auch von der Landesschulbehörde abgesegnet wird. Das ist eben auch das Thema. Jan, bitte gerne. Also das ist auch das Thema. Liegt das auch in diesem Falle gar nicht so sehr in unserer Hand. Das haben wir ja schon mal besprochen. Die Landesschulbehörde muss letztendlich das Genehmigungsverfahren dafür haben, dass genügend Schülerzahlen da sind. Selbst wenn wir alle, die hier sind und auch der Rat und jeder Bürger sagt, wir möchten die erhalten, müssen wir trotzdem die Zahlen am Ende erbringen. Ich würde aber mal was ganz anderes vorschlagen. Wenn man sich nämlich mal die Grundschulen anschaut, würde ich gerne mal bitten, einen Termin vor Ort zu machen und sich mal die Toiletten anzusehen. Wir können gar nicht warten mit der Sanierung. Wir können überhaupt nicht warten. Das ist desolat. Also Eltern sind an mich herangetreten, haben gesagt, gucken Sie sich mal bitte die Toiletten an. Das ist traurig. Und wir können jetzt nicht sagen, wir möchten gar nicht handeln. Ich finde, wir sollten sofort in der ersten kontinuierenden Sitzung nach der Wahl, da wird ja mit Sicherheit der Gerrit drin sitzen,
Und dann müssen wir sofort uns das ansehen und wirklich auch sofort Geld in die Hand nehmen, die wichtigsten Dinge, und da geht es tatsächlich um wichtige Dinge, sofort in die Hand zu nehmen. Ich möchte nicht immer dieses Warten und wir müssen, nein, jetzt machen, damit das besser wird. Weil wenn nicht mal das gewahrt wird, das bisschen, dann glaube ich, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also machen, eigenständig, aber wir haben nicht alles in der Hand. Da waren tatsächlich ganz viele Sachen bei dir bei, die ich auch vortragen wollte tatsächlich. Und wie gesagt, erhalten auf jeden Fall, das steht außer Diskussion, würde ich sagen, auch bei allen. Und zusehen, dass wir die Schulen jetzt wirklich auf den Stand kriegen und dass wir jetzt sanieren und sofort starten. Weil es gibt ein paar Sachen, da darf man nicht sparen. Das ist Bildung, das ist Gesundheit. Und ich finde, unsere Schulen, die stehen ganz oben. Darf man aber auch mal einhaken als Ratsmitglied, das haben wir auch wirklich nicht gemacht. Wir haben nie gespart, wir haben immer investiert. Nee. Wir haben auch an den Grundschulen teilweise investiert in kleineren wir Summen. Wir dürfen halt nur nicht abwarten. Genau, und auch an uns sind Leute herangetreten mit den Toiletten. Wir haben auch Fotos gesehen, also uns ist das schon bewusst gewesen. Wir haben auch nicht die letzten 5 Jahre geschlafen im Rat. Ihr habt nicht geschlafen, aber ich muss sagen, okay, wenn man jetzt sagt, okay, besonnen vorgehen und wir wägen mal ab. Ja, ich bin tatsächlich dann eher der Freund, okay, komm, Konzept aufstellen, was kostet es, können wir uns das leisten, wer geht mit rein, wie können wir es umsetzen und los. Ich glaube, so sind wir alle in der Politik, die wir alle anpacken wollen. Genau, sollten wir auch tun. Die Konzepte liegen vor, Machbarkeitsstudie auch. Das heißt, wir haben alles geplant, die Schulstandorte sind beplant, sodass es da jetzt auch losgehen kann. Gerade der Schulstandort Kirchhatten ist da besonders im Fokus. Da gehen wir ran. Was Strickamoor angeht, ganz klar eigenständiger Schulstandort. Und sollte es zu brennen anfangen, so sage ich mal so, dass wir durch die Landesschulbehörde gezwungen werden, eine Entscheidung zu treffen, ist der Rat ganz klar in der Aufgabe zu sehen, die Einzugsgebiete dann auch so zu beschließen und zu ändern, dass die Schülerzahlen auf jeden Fall ausreichend sind. Das ist vor ein paar Jahren leider versäumt worden. Da hatten wir die Chance im Rat, da war ich leider noch nicht drin. Und diese Schülerzahlen, die Einzugsgebiete können über den Rat gesteuert werden. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was wir anfassen sollten, wenn wir dazu gezwungen würden. Ich bin gespannt, wenn jemand Bürgermeister wird, die ganzen finanziellen Ausgaben, die wir gerade hier besprochen haben, das auch in den Haushaltsberatungen dann mal umzusetzen. Also das wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, ob wir das alles unter einen Hut kriegen werden. Also von daher mal schauen. Nichtsdestotrotz ist das Thema Schule natürlich sehr wichtig. Die Landesschulbehörde kann uns erstmal zu gar nichts zwingen. Die Landesschulbehörde zeigt uns Sachen auf und gibt Empfehlungen und der Schulträger entscheidet, wie es weitergeht. Von daher, ja, Strickamoor muss eigenständig werden. Wenn wir das nicht durchkriegen, nicht genehmigt kriegen, muss es zumindest Außenstelle bleiben und wir dürfen nicht hingehen, Schulstandorte zu konsolidieren, sondern wir müssen in diese Schulstandorte investieren. Und da würde meiner Meinung nach schon in der Vergangenheit vielleicht in Kirchhatten nicht immer das investiert worden, was hätte sein müssen. Das ist aber in der Politik leider häufig so. Das gehört einfach leider dazu, es sei denn, man hat so finanzielle Möglichkeiten, dass man da nicht drauf achten muss. Aber da sind wir leider noch ein bisschen von entfernt. Ich würde es mir auch anders wünschen und von daher muss man da abwägen. Von daher von mir ein ganz klares Ja zu diesen 3 Standorten, ja auch zu dem eigenständigen, aber mindestens als Außenstelle. Okay, ich würde gleich die nächste Frage auch an Sie stellen. Vielleicht kommt da ja sogar die gleiche Antwort, das wäre zumindest denkbar. Und zwar lautet die Frage, welche Maßnahme wollen Sie jetzt jeweils, der jeweilige Kandidat, nach seiner Wahl im ersten Monat bzw. im ersten Jahr unbedingt umsetzen? Und welche Hindernisse müssen Sie dabei aus dem Weg räumen? Bitte nur eine Antwort ist gewünscht. Eine Maßnahme für mich wäre eine Sportstättenentwicklungsplanung, die die ganze Gemeinde mit ihren Sportstätten, Turnhallen, Fußballplätze, Tennis und so weiter einschließt, um die Sportstätten zukunftsgerecht aufzubauen. Da müssen wir wirklich alles unter die Lupe nehmen. Wir haben gute Sportstätten zum Teil, wir haben aber auch Lücken. Und dort müssen wir dann einfach abwägen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen wollen, dass wir in der Fläche Sportstätten haben. Ich bin kein Fan von Zentrierung in irgendwelchen Ortsteilen, sondern ich möchte Sportangebot, genauso wie ein Schulangebot, in der Fläche der Gemeinde haben. Okay. Und die Hürden, die ich da sehe, es wird natürlich kritisch, wenn man dann in der Beurteilung sieht, dass vielleicht mal etwas geschlossen oder geändert werden muss. Da wird man Gespräche führen, vorweg mit den Leuten, mit den Vereinen, um sie von den Vorteilen zu überzeugen, dass man am Ende gewonnen hat und dass beide in der Win-Win-Situation sind. Hage, noch mal kurz vielleicht eben nach, Stichwort Kunstrasenplatz.
Haben Sie da eine Meinung zu? Das ist ja auch. Ich hab das ja in meiner Vorverwendung, sage ich mal, immer sehr, sehr stark befürwortet. Hat er noch keinen? Also einen kleinen schon, aber noch keinen in den richtigen. Genau, also ich bin ein großer Befürworter von Kunstrasenplätzen in der Gemeinde, nicht als reine Lösung, aber zumindest als eine Option innerhalb der Gemeinde. Okay. Und wir müssen es einfach auch aus Konkurrenzsituationen machen, weil wir werden sonst Abwanderungsbewegungen der Sportler haben. Die Kinder sind mobiler, sie werden überall hingefahren. Und wenn wir dort nicht mitmachen, werden die Kinder in anderen Vereinen gehen. Und es gibt mittlerweile auch ökologische Lösungen bei Kunstrasenplätzen. Aber es ist für mich nicht das Allheilmittel, sondern ein Puzzlestück in der Sportstättenentwicklung. Okay. Aber wie gesagt, unser Thema war jetzt ja, welche Maßnahme ist die nächste, die am dringendsten ist und die am meisten am Herzen liegt? Tatsächlich ist ganz, ganz viel angeschoben worden durch unseren Rat, durch unseren Bürgermeister, durch die Gemeindeverwaltung. Und tatsächlich, das Thema Dorferneuerung ist natürlich auch ein Riesenthema bei uns, was uns alle betrifft und was wir spürbar merken. Und diese ganzen Projekte weiterhin zu planen, abzuschließen, teilweise, wir sind ja auch schon mit ganz vielen Projekten wirklich im Bau, in der Planung aktuell. Und das erstmal weiter auszubauen, gucken, wo besteht Bedarf, wie kann sich unsere Gemeinde weiterentwickeln. Und ich möchte mir tatsächlich, als Bürgermeister würde ich mir jetzt kein Denkmal erbauen wollen in der Gemeinde, sondern erstmal zusehen, dass wir uns in den nächsten Jahren auf dem, was wir haben, auf dem Bestand tatsächlich, erstmal, dass wir den erhalten und weiter ausbauen und neue Ideen wirklich reingeben. Das wäre eigentlich so mein erstes großes Ziel. Ja, mein Wunsch wäre tatsächlich, und den würde ich auch direkt an den Rat herantreten, weil es geht nur mit ihm gemeinsam, ist, dass wir die Anzahl der Ratssitzungen von 4 auf 6 erhöhen, dass wir mehr Transparenz im Gemeinderat für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde stattfinden lassen. Viel Abwägung und auch viel Beschlüsse finden im Moment auch im Verwaltungsausschuss statt. Ich möchte gerne, dass wir mehr auch über den Gemeinderat stattfinden lassen und dass wir auch vor und nach den Ratssitzungen als Ratsherren und Ratsfrauen, also diejenigen, die im Endeffekt die Geschicke der Bürgerinnen und Bürger leiten, dass die vorher ansprechbar sind, eine halbe Stunde vorher eben im Foyer des Rathauses, dafür haben wir ein schönes Rathaus und ein schönes Foyer, dass wir dort an der Stelle einfach sagen, so Mensch, eine halbe Stunde vorher, welches Anliegen ist eventuell da, was möchte man vorher besprechen, weil das ist eine riesengroße Hemmschwelle für ganz viele Bürgerinnen, dass man sich vor dem Rat oder hinter dem Rat hinstellen muss und sagen muss, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe anwesende Gäste, sehr geehrter Herr Vatermrecht, ich habe folgende Frage. Das ist für viele einfach nicht leistbar und das möchte ich gern ändern, indem wir diese Ansprechbarkeit und diese Transparenz halt einfach bieten. Da würde ich auch mal ganz kurz auch nachhaken wollen, Zukunft weiter auch durchaus Hybridangebote, dass man also auch von zu Hause auch sich das definitiv weiter anschauen kann, auch wenn jetzt Corona vielleicht eines Tages, ich klopfe mal auf Holz, keine Rolle mehr spielen sollte in der Form. Definitiv, da war die Gemeinde Hatten auch großer Vorreiter. Tatsächlich, wir sind von vielen Gemeinden gefragt worden, mit welchem System arbeitet ihr? Bei euch klappt das halt halbwegs beschwerdefrei. Also da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet und das, denke ich, ist nach wie vor auch weiter anzubieten. Ja, dann gebe ich die Frage auch weiter. Was ist das drängendste Thema oder das Lieblingsthema, das man möglichst schnell anpacken möchte und realisieren möchte vor allen Dingen? Also wenn ich nochmal das Denkmal aufgreifen würde, ein persönlicher Wunsch wäre ein Ratskeller, aber ich sage mal, das ist, glaube ich, ein bisschen... Gib mir eine Schrift für die nächsten Wochen. Genau, ich glaube, das wird nichts, das kann ich abhaken. Nein, Spaß beiseite. Ja. Für mich ein ganz wichtiges Thema ist die Digitalisierung und vor allem auch die Digitalisierung des Rathauses. Also ich arbeite ja selber beim Landkreis Oldenburg in der Verwaltung, habe auch da gesehen, wo da noch Potenziale sind. Und das ist einfach ein enormer Bedarf, da müssen wir richtig anpacken. Und das ist für mich einfach ein Kernthema, das mache ich schon jetzt seit Jahren. Einmal Breitbandausbau in der Bevölkerung, das ist das eine. Das muss viel weiter vorangetrieben werden. Wir müssen endlich weiterkommen, die Tiefbauunternehmen hier zu uns nach Hatten bekommen. Aber eben die Verwaltungsdienstleistung. Also ich möchte, mein Ziel ist es wirklich, und das muss auch möglich sein, die Verwaltung hat ja auch schon angefangen, das zu digitalisieren, dass man einen Personalausweis wirklich online beantragen kann, dass man nicht mehr dahin gehen muss, dass das muss jederzeit möglich sein. Oder auch andere Dienstleistungen, wenn ich einen Aufenthaltstitel aktualisieren möchte oder mal, wenn ich mich ummelden, das muss online gehen, ich muss ein Nutzerkonto haben mit einer Nutzernummer, ich muss das an Heiligabend machen können, wenn ich Lust habe dazu, an Silvester, wann auch immer, das muss möglich sein, das will ich realisieren und zwar schnellstmöglich. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich das analoge Angebot entfallen lassen will, das muss weiterhin möglich sein für jeder Mann und jeder Frau, auch ins Rathaus zu kommen und das
vor Ort auszufüllen etc., aber für jeden, der oder die es möchte, im Rathaus digital Dienstleistungen jederzeit abrufen können, so schnell wie möglich. Sportlich für einen Monat. Ja, man muss anschieben, ne? Anschieben, ja. Anschieben, ja. Also, ja, die Frage war, fairerweise muss ich sagen, die Frage war ja im ersten Monat beziehungsweise im ersten Jahr. Also, aber auch für ein Jahr ist das auch schon. Man darf nicht vergessen, dass schon viel gemacht wurde in der Vergangenheit. Es ist ja auch Kooperation mit dem Landkreis Oldenburg gibt. Ja. Es gibt andere Kommunen, auch andere Länder, die sind viel weiter als wir. Also da können wir auch Gas geben und ich erwarte das Ekel auch, dass wir da Gas geben, weil wir da einfach hinterhängen. Okay. Ja, gut. Ja, die wichtigste Maßnahme, die zweitwichtigste, Verkehrswegeentwicklungsplan, ist ja nicht gefragt, deshalb nenne ich sie auch nicht. Aber das wichtigste Thema ist eben eine Wohnraumbedarfsanalyse. Wie können wir Wohnraum entsprechend schaffen? Wie kriegen wir die Balance hin zwischen sozialem Wohnungsbau, zwischen günstigen Wohnungen für Singles, für ältere Menschen, eventuell für Geflüchtete, das Thema hatten wir eben, ohne dass wir zu sehr Wohnsiedlungs haben, weil ganz wichtig für unsere Gemeinde ist natürlich dann den dörflichen Charakter dann auch zu erhalten. Wie schaffen wir es entsprechend, Wohnraum zu schaffen für junge Familien, auch Einfamilienhäuser zu schaffen? Andere Gemeinden haben gute Erfahrungen mit der eigenen Vermarktung von Grundstücken gemacht. Da haben wir dann entsprechend auch die Finger drauf, wenn es um gewisse Regularien geht. Baupläne geben ja schon Regeln vor und den Rahmen. Das ist auch wichtig so. Dementsprechend ist es da sehr, sehr wichtig. Also ganz klar Thema Nummer eins. Im ersten Jahr wird das Thema Wohnen sein, weil das sehr, sehr eine drängende Frage ist. Da würde ich auch noch mal ganz gerne kurz einhaken. Thema, wenn es eine konkrete Maßnahme sein soll, die schnell umzusetzen ist, Digitalisierung der Bebauungspläne. Aktuell sind wirklich nur die aktuellen, die wir bearbeitet haben, in den letzten Jahren digital. Es müssen alle Bebauungspläne online werden und dafür werde ich sorgen. Das mache ich auch gerne in einem Monat. Schauen wir gemeinsam. Ja. Ich glaube, das dringendste Problem, was ich so durch meine vielen Hausbesuche erlebt habe, ist das Thema Geschwindigkeit und damit da das verbundene Verkehrschaos, was wir in vielen Gemeindeteilen haben. Also was wir wirklich einfach mal ein für alle Mal ad acta legen sollten. Es wird weder eine Unterführung durch die Bahnschienen geben, noch eine Überführung. Das ist einfach, lieber Bastian, gib mir da recht, es ist einfach finanziell überhaupt nicht umsetzbar. Da sprechen wir hier von zweistelligen Millionensummen und das Einsetzen der Bahn und Hoheitsgebiet und Ähnliches. Schon 2006 wollte ein FDP-Kandidat eine Umgehungsstraße um Kirchhatten bauen. Jetzt ist 2021 und wir haben sie nicht. Also das wird natürlich nicht passieren. Also was kann man tun? Wir sind ja für Lösungen. Also es gibt ein Projekt für Großstädte mittlerweile, Hannover, Ulm, Freiburg. Die machen das jetzt, die haben die Bürger befragt und möchten Tempo 30. Jetzt kann man sagen, was soll das denn, Tempo 30, was soll das bewirken? Erst einmal würde ich natürlich die Bürger gerne mitnehmen und nichts vorschreiben, sondern sagen, würdet ihr euch auf ein Projekt ein Jahr einlassen? Würdet ihr mal schauen, inwieweit sich der Verkehr in dieser Art und Weise beruhigt? Weil wenn wir den Durchgangsverkehr den zeitlichen Vorteil nehmen, den die nämlich nutzen wollen, indem wir sagen, wir fahren 30, dann werden wir diesen Bereich wahrscheinlich schon ein Stück weit ausgrenzen. Ich bin natürlich kein Hellseher und kann nicht sagen, inwieweit sich das de facto auswirkt. Es muss Projekt sein, wie jetzt auch in diesen großen Städten. Aber wir schaffen das sonst nicht. Das werden wir nicht hinbekommen. Dieses Thema Verkehr ist so elementar in der Gemeinde verankert. In jedem kleinen Straße, überall spricht man über Geschwindigkeit. Und wir müssen den Verkehr natürlich haben wir auch Fehler gemacht, wenn wir ein großes Wohngebiet wie Mühlenweg machen, aber feststellen, dass die alle auf die andere Seite müssen, um einzukaufen, ist das natürlich so ein Thema. Die haben ja auch alle Autos, manche auch zwei. Und von daher, das ist jetzt nur ein Thema, aber das zieht sich wirklich durch die gesamte Gemeinde. Da kann man auch nach Dingstede fahren, die haben das gleiche Problem, alter Postweg. Es ist überall das Gleiche. Und ich bin der Meinung, wir sollten die Bürger einmal befragen, möchtet ihr einen Test, wie die großen Städte, die es jetzt gerade vormachen, lasst uns das ausprobieren, kostet uns entsprechende Schilder. Das ist wahr, aber das können wir schnell mal umsetzen, um zu gucken, wie funktioniert das. Das wäre für mich ganz persönlich ein großes Anliegen, um das rauszunehmen, weil das unglaublich viele Menschen tatsächlich auch, ich würde fast schon sagen, krank macht. Ich kann es tatsächlich noch mal ganz schnell einhaken wollen, Ralf. Wir haben diesen Antrag gestellt von der Gemeinde, Tempo 30, leider eine Landesstraße, deshalb abgelehnt worden. Wir kriegen es nicht durch. Also es ist tatsächlich probiert worden und wir müssen uns nach anderen Möglichkeiten umsehen. Wann war das? Vor 2 Jahren. Genau, das ist der Punkt. Die Entscheidung, das zu machen in den Großstädten, ist vor 7 Monaten gefallen. Das ist auch klar, aber wir sind keine Großstadt, wir sind Gemeinde Hatten. Das stimmt, aber diese Straßen dort. Die
Geschichten dort auch gerade in der Bahnhofstraße so gestalten, dass wir es hinbekommen, dass es eben halt nicht zu so langen Stehzeiten kommt. Aber es gibt keine, die Schrankenöffnungszeiten, habe ich genau nachgelesen, sind Hoheitsgebiet der Deutschen Bahn. Wir werden nichts an den Schrankenzeiten verändern können. Und nochmal, die Großstädte, die wir jetzt gerade benannt haben, haben ja auch große Straßen, auch große, wirklich große Straßen, zum Teil Bundesstraßen, die ja durchführen. Ich möchte nochmal darum bitten, ich habe mich sehr genau informiert, das Antragsverfahren nochmal neu, das ist 2 Jahre jetzt alt, da war das Problem auch da, aber es ist noch stärker geworden. Und das Bewusstsein für Ökologie, für lebenswerten Wohnraum, wenn man so will, und auch für Verkehrssicherheit, für Radfahrer, für Fußgänger, spielt jetzt 2 Jahre später schon wieder eine viel größere Rolle als vor 2 Jahren. Wenn man mal überlegt, was ökologisch sich getan hat in der Zeit, ist das Bewusstsein wesentlich größer geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Antrag wieder stellen und jetzt aufgrund der 7 Großstädte auch eine bessere Genehmigungschance haben. Ich sehe das tatsächlich schwierig. Aber ich sehe das als Chance. Aber wenn man es nicht versucht, nein, natürlich wenn, dann weiß man es nicht. Und auch personell ändert sich ja jetzt auch wieder einiges an einigen Positionen. Und ich würde es einfach versuchen. Versuch mal, du. Wir sind uns alle einig, dass wir es wieder beantragen. Wir haben es schon zum 2. Mal beantragt. Ich denke, wir werden es auch ein 3. Mal machen. Werden jeden Weg gehen. Unsere Landeshauptstadt Hannover ist dabei. Ja, also, ich kenne mir nicht die Beispiele sind da. Und das darf dann natürlich nicht, wenn es um das Thema Verkehr geht, darf es natürlich nicht am Ortsschild enden. Das heißt, wir fahren 30 alleartig und in der nächsten Kurve fahren wir mit 100 rein. Also wir müssen das Ganze betrachten und dann kommen auch solche Themen wie der Kreisverkehr zum Beispiel am Borchersweg und so. Wir bleiben beim Thema Verkehr, würde ich sagen. Ja, super, danke. Genau, also wir werden sicherlich, um das kurz zusammenzufassen, gerade Bahnhofstraße sind wir uns alle einig, dass wir da alles tun müssen, dass wir da einfach den Verkehr wieder flüssiger kriegen und zwar so, dass wir nicht zu langen Schließzeiten und Stehzeiten kommen. Genau. Man kommt nicht. 30 wäre schon schön. Man kommt nicht auf 30, genau. Thema Kreise, wie gesagt, wobei jetzt nicht Borchers, nicht die Kreuzung Borcherstraße Mühlenweg, sondern erstmal, weil es jetzt eine Zuschrift aus dem Live-Chat ist, offensichtlich ein Kichhatter, der möchte ganz gerne wissen, ob Sie noch Chancen sehen. Der Kreis ist da ja passé am Marktplatz, ob da noch Chancen, aber er bedauert halt auch, dass das ursprüngliche Ziel, das man ja verfolgt hat, den Verkehr, der durch den Ort Kichhatten läuft, auch gerade in diesem Bereich, wo ja viele Querungen von Fußgängern auch stattfinden, zum Beispiel zum Dorfbäcker. Aber auch zum Deutschen Haus auch. Ob da noch von Ihnen Möglichkeiten jetzt gesehen werden, das Planfeststellungsverfahren läuft ja, Kreisel ist vom Tisch, trotzdem noch irgendwelche Optimierungen vorzunehmen, damit für die Sicherheit, gerade für die schwächeren Verkehrsteilnehmer gesorgt ist. Und dann als zweite Frage gleich hinterher, schreibt er auch, ein Großteil der Gemeindestraßen außerhalb der Siedlung ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Straßen stammen aus den 60er Jahren, wurden praktisch ohne Unterbau hergestellt. Es werden immer nur die schlimmsten Löcher ausgebessert. Und dieser Zustand erstreckt sich praktisch über das gesamte Gemeindegebiet. Sehen Sie Möglichkeiten, den Zustand künftig wesentlich zu verbessern? Wer möchte beginnen? Soll ich starten? Also im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms ist ja jetzt diese Ampellösung vorgesehen beim Dorfbäcker an der Ecke, auch um die landwirtschaftlichen und die LKWs tatsächlich, damit man da wirklich noch durchkommt. Es gibt ja Querungshilfen, die damit vorgesehen sind zusätzlich. Für den Platz, was da zur Verfügung steht für den Platz, sehe ich das momentan schon als eine ziemlich gute Planung an. Der Kreisel, er passt da einfach leider nicht hin tatsächlich. Und für diese ganze Straßensituation, da müssen wir weiter zusehen, dass wir da am Ball bleiben und Fördergelder beantragen und dass wir die in Schuss halten und erstmal wieder in Schuss kriegen. Aber als Radfahrer muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre auch berufsbedingt häufig, wenn auch mit dem PKW durch Kichhatten. Als Radfahrer würde ich mich da stellenweise auch nicht wohlfühlen, weil da ist halt relativ viel Verkehr. Gegenüber vom Rathaus, ein paar Häuser weiter, da ist die Straße so dermaßen eng, dass man da mittlerweile gegen unsere Wahlplakate ditcht mit dem Kopf gefühlt, weil es einfach so dermaßen eng ist an der Stelle. Ja. Und wir müssen zusehen, dass wir aus den Möglichkeiten haben, die wir haben, dass wir da das Maximale rausholen. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich gut gelungen. Ein großes Thema ist ja auch nochmal der Buswendeplatz, der Busbahnhof auf der Wiese, der kommt. Das wird natürlich alles sehr viel Veränderung mitbringen, aber ich glaube auch langfristig eine verkehrliche Entspannung in den Ort. Und das ist ein guter Weg, der da eingeschlagen wurde.
Gut, dann mache ich gleich mal weiter. Ich bin tatsächlich nicht ganz glücklich mit der Lösung, wie wir sie jetzt haben, mit der Ampellösung. Ich hätte mir mehr Querungshilfen gewünscht und das ist auch genau das, was der Senioren- und Behindertenbeirat gerade anprangert, dass wir halt einfach so langsam in der Planung und in der Umsetzung sind, dass es immer noch nicht möglich ist, da den Radweg aufzuzeichnen und die Fahrbahnmarkierungen drauf zu machen, weil das gibt es erst, wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen sind. Und da würde ich mich persönlich auch dafür einsetzen, dass wir gucken, dass wir streckenweise diese Markierungen bekommen. Und wenn wir selber da vielleicht das eine oder andere an finanziellen Mitteln in die Hand nehmen müssen, dann würde ich das trotzdem befürworten, um einfach für die Sicherheit an dieser Stelle zu sorgen. Und Punkt zwei, ich weiß aus meiner Ratstätigkeit, dass die CDU seit mehreren Jahren jedes Jahr gerade die Straßen anprangert und den Zustand der Straßen. Und dass wir immer der Meinung waren, wir müssen mehr Geld in den Haushalt einstellen, um gerade diese Straßen zu sanieren und auszubessern. Gerade die Infrastruktur, die wir in Hatten haben, ist ein hohes Gut. Und wenn wir die immer nur ausbessern und nicht vernünftig versorgen, dann haben wir irgendwann einen riesen Reparaturstau, an dem wir nicht mehr vorbeikommen. Und wenn man jetzt gerade Ringstraße und unsere anderen Straßen sieht, die bei Starkregenereignissen nahezu absaufen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, haben wir da in den nächsten Jahren so viel zu investieren, dass genau das uns vor eine große Herausforderung stellen wird. Die Kosten, die diese Sanierung unserer Infrastruktur voraussichtlich zusammenstellt, sind in einer Höhe, die man sich kaum vorstellen kann. Und wenn man dazu sieht, dass durch die Corona-Krise sicherlich auch in den nächsten Jahren weniger Einnahmen trotzdem auch vom Landkreis und vom Bund und vom Land kommen und wir auch unsere Gewerbeeinnahmen nicht mehr in dieser Höhe zu verzeichnen haben, müssen wir ganz genau überlegen, wo wird investiert und wo nicht. Und das wird eins der ganz wichtigen Themen sein, wo wir ganz genau gucken müssen, wo die Reise hingeht und wo wir Prioritäten setzen. Also dann machen wir das mal ganz schnell. Also es gibt 12 Mitarbeiter am Bauhof. 3 beschäftigen sich quasi mit der Ausbesserung unserer Straßen. Das sollte man mal so de facto festhalten, was die Jungs dort leisten. Dann sollte man vielleicht auch mal wissen, dieser Stau ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, der Reparaturstau an den Straßen, sondern den wissen und gibt es ganz viel. Wenn ich dann gestern in der Zeitung lese, man möchte von Seiten einer Gruppierung eine Straße erneuern, um den Verkehrsfluss im inneren Bereich von Sandkrug zu steuern, muss ich erstmal konsternieren. Wir sprechen hier von 1 Meter Straße von 1.000 bis 1.200 Euro Asphaltierung. Das kostet es nämlich, 1 Meter. Straße. Das kann man also nachlesen, das ist ganz einfach. Das heißt, wenn wir hier also investieren, wird das wirklich in einem hohen zweistelligen Millionenbereich sein, um das umzusetzen. Und das ist tatsächlich versäumt worden. Und wenn wir hier über Überschwemmungen sprechen, am Mühlenweg ist, ich weiß nicht, wer das da abgenommen hat, ich bin tatsächlich auch kein Bauingenieur. Aber es ist tatsächlich so, es gibt einen einzigen grünen Fleck im ganzen Innenbereich und das ist der Spielplatz, der kommen soll. Alles andere ist voll versiegelt. Es gibt weder einen Baum noch eine Hecke. Und die Grundstücke sind alle auf 1,50 Meter, dass es in die Gullideckel gar nicht abfließen kann. Das findet man eher wieder, das Wasser, bei Herrn Lange in seiner Tankstelle. Also tatsächlich sind dort auch wieder ganz große bauliche Fehler entstanden, die uns jetzt wieder auf die Füße fallen, weil wir an irgendeiner Stelle nicht richtig nachgedacht haben oder es nicht abgenommen haben. Und das wird ein großes Problem sein. Wenn wir hier immer über Ökologie und die Zukunft sprechen, stelle ich mir die Frage, warum wir denn diese Vollversiegelungsflächen schon wieder vorgenommen haben und wir jetzt wieder merken, wie groß die Probleme sind, die auftreten. Dann müssen wir wieder Geld in die Hand nehmen, weil wir an irgendeiner Stelle nicht richtig hingeschaut haben. Jetzt kann man sagen, ja, das liegt ja in Händen der Investoren. Das stimmt nicht ganz. Wir schauen ja auch drauf über die Planungsbüros und wir schauen auch vom Bauamt drauf. Und bitte fahren Sie mal in den Mühlenweg und fragen sich, warum diese neuen Grundstücke alle so hochgelegen sind und warum kein einziger, wir kriegen ja Bilder, ich kriege ja Bilder, wenn das Wasser läuft, dass das tatsächlich gar nicht abläuft. Also einmal festzustellen, unsere Bauamtsleute, das möchte ich sagen, machen einen super Job. Die können nur nicht alle schaffen. Die haben gerade 2 Mitarbeiter mehr bekommen, aber das reicht anscheinend nicht, um den großen Sachen auch Herr zu werden. Da gehören ja viele andere Bauarbeiten noch dazu. Und der zweite Punkt ist, man muss das auch als Bürger einmal wissen. Ich habe das tatsächlich auch nicht gewusst. Vielen Dank an Herrn Nelken von der Strabach. Also 1.200 Euro rechnet man ungefähr für 1 Meter asphaltierte Straße. Und jetzt kann man sich überlegen, auch an den Bürger, der geschrieben hat, wie viel Millionen von Euro wir investieren müssen in die Zukunft.
Jetzt sind wir beim Thema Verkehrswegeentwicklungsplan. Der ist wichtig. Wir sehen, dass es eine Rolle spielt. Wenn wir auf der einen Seite neue Wohngebiete haben, dann müssen die Leute auch von A nach B irgendwo hinkommen. Wir müssen gucken, haben wir tatsächlich ein Rad, einen Fußweg oder müssen die Kinder irgendwie am Randstreifen sich hinschlängeln, dass sie zur Bushaltestelle kommen oder zu dem Spielplatz, wenn er fertig wird. Das sind aber Dinge, die können wir nicht hoppla hoppla machen, sondern da müssen wir eine Bestandsaufnahme machen. Wie sind unsere Straßen? Und das kann dann nicht klein-klein sein, sondern da brauchen wir tatsächlich einen Plan, der länger geht. Und zwar nicht über 2, 3, 5 Jahre, sondern da reden wir sicherlich von einem Plan von 10 bis 15 Jahren, weil wir eben auch die Kosten im Blick haben müssen, damit wir unseren Haushalt, Bastian Ernst hat vorhin auch angesprochen bei den ganzen Vorhaben, die wir alle haben, alle Themen sind wichtig, aber wir dürfen ihn natürlich nicht überstrapazieren, weil letzten Endes geht es wieder zulasten der Bürgerinnen und Bürger, weil irgendjemand muss es bezahlen. Wir haben sicherlich Investitionsförderprogramme, Strukturförderprogramme von Kommunen, von der EU, aber auch diese Fördermittel sind irgendwann mal begrenzt. Außerdem müssen die Straßen auch instand gehalten werden, sie werden gebaut, werden vielleicht gefördert, aber wir haben auch laufende Kosten, auch die müssen wir natürlich im Blick behalten. Wir dürfen natürlich den Haushalt nicht überstrapazieren. Deshalb auf möglichst lange Zeit angelegt und gucken, wo sind die höchsten Prioritäten bei unserem Straßennetz und wie können wir dann beim Neubaugebiet, beim Bau von Straßen, beim Bau von Radwegen, die auch sehr wichtig sind, damit vielleicht weniger Leute dann aufs Auto steigen, weil sie vielleicht tatsächlich am Wöschenweg dann einen Fahrradweg bekommen. Wie können wir da darauf achten, dass wir dann die Versiegelung nicht zu sehr beschreiten, sondern dass wir da über Regolen, wie auch immer, eine Möglichkeit haben, Regen abfließen zu lassen beziehungsweise auch zu sammeln für Trockenperioden. Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass viele Straßen verbesserungsfähig sind und dass wir da auch alle dran arbeiten wollen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel schon investiert haben. Ich erinnere an Vosbergweg, Dorfstraße, 3 Millionen Euro. Man kann auch ungefähr einen Kilometer Straße ungefähr 1 Million Euro rechnen. Eine Verkehrsinsel kostet 80.000 Euro. Da sieht man immer schnell, wie die Summen zusammenkommen. Für die Straßensanierung haben wir im Haushaltsplan 200.000 Euro aktuell eingeplant. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Da kann mehr passieren. Aber es ist eben auch eine Frage der Priorisierung. Wir haben in der Vergangenheit uns immer dazu entschieden, das Geld dann in die Waldschule zu stecken. Da sind mehrere Millionen reingeflossen in andere Projekte und eben auch Eigenbeteiligung am Vosbergweg, Dorfstraße, jetzt in der Schultrette. Das sind viele Projekte. Und für mich ist bei dem Thema Verkehrsentwicklung auch allgemein wichtig, überhaupt diese Verkehrswende, dass wir sie schaffen. Das hat jetzt auch die FDP jetzt ja mit angestoßen, mit dir zusammen. Erstmal gut, Verkehrskonzept finde ich auch begrüßenswert. Sollten wir machen, auch längerfristig. Aber das war dann auch die Rede von, wir müssen den Verkehr von den Hauptverkehrsadern quasi auf Nebenverkehrsadern wegziehen. Mag ja grundsätzlich auch sein, dass wir die Hauptverkehrsstraßen entlasten, aber ich denke wirklich auch an ein komplettes Umdenken. Also bei uns, der Fahrradverkehr muss einfach eine ganz andere Priorisierung bekommen. Es gibt andere Länder, andere Kommunen auch, wir brauchen gar nicht weit schauen, in den Niederlanden sieht das ganz anders aus, da haben die Fahrradfahrer eine ganz andere Priorität als hier. Und das muss hier auch so sein. Wir müssen die Fahrradwege auch am Vosbergweg Dorfstraße, ärgere ich mich eigentlich auch jetzt aktuell darüber, aber das war auch dem Platz geschuldet. Damals waren die Bäume da, die geschützt werden sollten. Deswegen ist der Nebenweg nicht größer geworden. Aber letztendlich, wenn man Verkehrswende will, dann muss man Ja sagen zu vernünftigen Radwegen, Ja zu weniger Parkflächen vielleicht auch. Und einfach ein ganz anderes Umdenken. Ein Radweg muss breit werden, dass wir auch Lastenräder da haben, die da langfahren können und so weiter. Und dann eine vernünftige Verbindung nach Oldenburg. Bad Zwischenahn, Oldenburg, Krusenbusch, über Hatten bis nach Wildeshausen und darüber hinaus. Das muss möglich sein. Wir müssen die Zahlen hochkriegen. Wir können auch, dann wird das auch was. Wir kriegen die Autos raus aus der Stadt, raus aus Hatten. Weniger Autos, das wird einfach auch die Lösung sein. Und wirklich dem Radverkehr viel mehr Platz einräumen, als er bisher hat. In Hatten. Vielleicht auch den Kindern ein bisschen mehr zutrauen. Ja, Kinder mehr zutrauen, auch Menschen. Zum Sport und zum Hobby und so weiter. Und wenn man bedenkt, dass wir 400 Straßenkilometer in der Gemeinde haben, aber nur 100 Kilometer Radwege, dann haben wir da noch eine ganze Menge zu tun. Und was Fahrradfahrer kann auch nicht immer nur als Verkehrsbremse hinhalten. Das finde ich auch immer eine Zumutung, wenn man davon redet, die sollen den Verkehr ausbremsen. Vernünftige Radwege, sichere Radwege für Jung und Alt. In Holland funktioniert es auch. Also ich habe mir jetzt Blaue Stadt heißt das Projekt da, an der Autobahn Richtung Groningen. Und die haben jetzt einen neuen Fahrrad-Highway, nenne ich das mal, so eine Fahrradautobahn darüber gebaut. Wenn man sich da mal anguckt, was da los ist tatsächlich. Holland ist natürlich sowieso eine Fahrradnation, aber Oldenburg ist auch eine Fahrradstadt. So, und da sind wir eigentlich bekannt für. Und wenn wir den Anschluss wirklich mit einem grünen Gedanken dahinter auch haben wollen, dann müssen wir genau in die Richtung denken. Tatsächlich auch Richtung, langfristig Richtung Wadenburg, Astroper Straße, wie sieht es da aus? Momentan, das ist sowohl von der Fahrbahn für Autos, ist es eine Katastrophe, wegen dem Untergrund natürlich, aber auch für Fahrradfahrer ist das da einfach ein Desaster, weil es einfach keinen Streifen gibt.
Und du kommst nicht mal mit dem Bus nach Wagenburg. Aber man muss es auch bezahlen. Ja. So. Das Ganze ist ja auch kein neues Thema. Ich meine, es ist weder neu, noch sind wir damit alleine. Es ist um uns herum genau das Gleiche. Und wir müssen natürlich schauen, dass nach der Wahl interkommunal einfach da der Kontakt zu den anderen Gemeinden gesucht wird und dass wir nicht auf unserem schönen Radweg dann an der Gemeinde aufhören, weil die Leute fahren nun mal auch woanders hin. Ich hoffe, dass sie immer alle wiederkommen. Und da müssen wir natürlich den Kontakt suchen, um da einfach vielleicht auch ein bisschen stärker auftreten zu können. Und Fördermittel, sind gut, aber sind endlich und sind nicht planbar. Und unabhängig davon müssen wir diese Planung machen. Und wenn dann Fördermittel möglich sind, ist das natürlich nice to have. Dann können wir das Ganze ausbauen. Aber es ist nicht für mich das Instrument, um langfristig zu planen. Und das müssen wir unabhängig nämlich davon machen. Genau. Vielleicht noch ein ganz. Möchte ich auch noch eins sagen. Wir dürfen nicht vergessen, die Planung für den niedersächsischen Haushalt wird ungefähr ein Defizit im Moment von 3 Milliarden Euro ausweisen. Also wenn wir, da möchte ich Bastian Ernst wirklich beipflichten, wir können uns nicht darauf verlassen, das wird weniger. Und irgendjemand muss es bezahlen. 3 Milliarden, das heißt die Fördermittel, und da muss ich eins sagen, wir waren mit der Gemeinde Hatten ja auf Landkreisniveau. Also wir sind sehr versöhnt durch die gute Arbeit des Vorgängers, dass wir tatsächlich viele Fördermittel bekommen haben. Aber A, Gegenfinanzierung, B, fällt es irgendwann weg. Und C, müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir auf einem extrem hohen Niveau gearbeitet haben, was die Fördermittel betrifft. Also Eigeninitiative ist da schon ein gutes und wichtiges Thema. Machen Sie ruhig, ja. Was wir vergessen haben, im Moment ist der öffentliche Personennahverkehr, Busse, die Bustaktung, dass da Leute teilweise angewiesen sind, wenn sie von Kirchhatten nach Wadenburg wollen, dann wird es schon schwierig. Und das müssen wir zusehen, dass es da Busanbindungen gibt und dass wir die Bustaktung vielleicht dann, wenn wir den neuen Busknotenpunkt haben, dass wir auch diese Taktung dann einfach verbessern, dass wir, es gibt auch Leute, die können eben leider nicht mehr aufs Fahrrad steigen, weil sie noch zu klein sind oder schon zu alt sind, dass wir auch da Möglichkeiten und Angebote schaffen, dass wir die Bustaktung und die Busverbindungen noch verbessern. Das ist nur so, was dazugehört. Und auch komplett neue Busverbindungen schaffen nach Wüstingen und Hude für Pendler nach Bremen zum Beispiel, weil das sind eine Masse. Ja, okay. Ich würde gerne es ist genauso gekommen, wie ich es geahnt habe. Ich habe sehr viele Fragen auch noch und die Zeit läuft natürlich weiter. Ich würde gerne 2 Fragen zusammenfassen, vielleicht. Sie sind auch sehr konkret, also einmal von unabhängigen Personen. Einer hat geschrieben, er würde gerne wissen wollen von den Bürgermeisterkandidaten, welche Einwohnerzahl sollte Hatten am Ende ihre Amtszeit dann haben? Und das kann man ganz gut verbinden mit der Frage, immer vorausgesetzt, dass Sie sagen werden, eine etwas höhere Zahl als wir jetzt haben. Vielleicht sagen Sie auch was anderes, aber die zweite Frage wäre halt, wo werden Sie neue Baugebiete ausweisen wollen und für welche Bevölkerungsgruppen? Wer möchte beginnen? Kann ich. Soll Hatten so bleiben, so groß wie es ist, oder soll es wachsen? Also, was ich dazu gern sagen würde, ist tatsächlich, dass wir Hatten natürlich grüner halten müssen und auch wollen. Wir wollen ja keine Randstadt von Oldenburg werden. Wir haben jetzt das Glück, dass wir im Garten von Oldenburg wohnen und hier auch, ich sag mal, eine Lebensqualität geschaffen haben. Wir sind im Landkreis, im Voting, die Gemeinde mit der höchsten Lebensqualität und genau da müssen wir auch bleiben. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich für Bauplätze sorgen. Wir müssen auch gucken, wo können wir eine Bebauung anschließen, welche Möglichkeiten gibt es da und das so vorsichtig und umweltschonend wie möglich. In welchem Bereich? Also wir haben jetzt, ich sag mal, 14.800 Einwohner plus ein paar mehr. Das ist so der letzte Stand von Dezember 2020. Sicherlich wird das noch ein bisschen wachsen. Was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, ist, dass wir die Möglichkeiten schaffen, dass unsere ehrenamtlich Tätigen, die hier in der Gemeinde wirklich viel reißen, dass wir da Bauplätze ermöglichen, dass wir über ein Punktesystem die Möglichkeit schaffen, dass diese Bauplätze dann halt auch erschwinglich sind, dass sie nicht zu groß gestaltet werden, dass wir die Möglichkeit haben, hier auch unsere, ich sag mal, Kinder, die im Ort groß geworden sind, sich hier ehrenamtlich engagieren, wie Feuerwehr und andere, dass die hier vor Ort auch bleiben können und hier ihre Familien gründen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hattest noch was nachgefragt, Werner. Der Standort, also mich interessiert, ob es zum schwerpunktmäßigen Bereich dann Kirchhatten in der Ebene oder Standort, es gibt Möglichkeiten noch in Kirchhatten. Teilweise ist uns im Rat schon das eine oder andere Stück hinten in Verlängerung des Birkenwinkels angeboten worden. Wie gesagt, immer mit der Prämisse, dass wir ganz vorsichtig entwickeln und halt nicht viel größer werden. Okay. So ein bisschen was, das werden wir nicht verhindern können, Hatten ist sehr begehrt. Und natürlich werden Bauplätze verlangt.
und halt auch sozialer Wohnbau, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben. Wir müssen gucken, dass wir günstige und kleine Wohnungen schaffen und vor allem Erstwohnungen für Azubis, für Studenten. Wir haben keine Single-Wohnungen, wir haben keine Seniorenwohnungen, die in einer Größe sind, die erschwinglich sind und auch leistbar sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema und da müssen wir ganz vorsichtig rangehen, aber auch Möglichkeiten schaffen. Wo ich den sozialen Wohnungsbau höre, also ich würde lieber einen bezahlbaren Wohnungsraum haben in der Gemeinde. Keine Sozialwohnung, sondern bezahlbaren Wohnraum. Wir haben definitiv fast das Limit erreicht, dass die Gemeinde, wir haben gerade die ganze Zeit über Verkehr diskutiert und was wir für Probleme haben, was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Und ich glaube, wir sollten jetzt erstmal kurz innehalten, bevor wir große Baugebiete ausweisen und mal wirklich schauen, wo müssen wir, auch vielleicht mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, wo müssen wir jetzt anders agieren? Und dann müssen wir uns wirklich ganz tief in die Augen gucken, auch mit den Leuten, die jetzt schon hier wohnen. Wo wollen wir das denn überhaupt noch? Weil man hört immer wieder in den Gesprächen, die ich führe, dass man den orts- und dorftypischen Charakter erhalten möchte. Davon hat man meiner Meinung nach in Sandkrug fast gar nichts mehr. Es ist ziemlich zerkluftet, das Ganze. Es ist verkehrstechnisch sehr schwierig. Und in den anderen Ortsteilen hat man dann wieder teilweise das Gefühl, dass man keine großen Wohngebiete eigentlich haben möchte, sondern dass man dort über Hofübernehmen, Hinterlandbebauung und solche Themen redet. Dann sind wir im Außengebiet teilweise. Das ist also alles immer sehr einzelfallspezifisch und vielleicht mit einem Konzept gar nicht abzugreifen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich jungen Familien die Möglichkeit geben, dass sie Wohnraum in der Gemeinde erwerben können. Denn das ist das Wichtigste, dass wir Leuten die Möglichkeit geben, dass sie etwas kaufen können. Dass sie sich für die Zeit später etwas anspannen können, etwas kaufen können, um einfach dann auch später die Sicherheiten zu haben. Und da müssen wir behutsam vorgehen und da müssen wir natürlich jetzt erstmal auch wirklich mal in die Gemeinde reinschauen und gucken, ob wir da jetzt in der Vergangenheit immer alles richtig gemacht haben, auch mit Versiegelung, das, was du auch schon sagtest. Da ist, glaube ich, vieles nicht optimal gewesen, vielleicht auch zu schnell und deswegen ist es ein bisschen untergegangen. Ich glaube, da kann man einiges lernen und ich hoffe, dass wir davon lernen und es dann stellenweise besser machen. Weil man ist nie perfekt, das ist nun mal so, Fehler gehören dazu. Nur wenn man nichts macht, kann man auch nichts falsch machen. Aber für mich ist ein wichtiger Punkt, dass wir gerade jungen Leuten, aber auch Leuten, die sagen, ich möchte mich verkleinern aus alterstechnischen Gründen, dass man denen die Möglichkeit gibt, auch noch zentral, gut verbunden mit Einkaufsläden, mit Ärzten, Wohnraum schafft. Also wenn wir hier über erschwinglichen Wohnraum sprechen, oder nehmen wir ruhig das Wort sozialen Wohnraum, sprechen wir hier von einem Normalverdienergehalt von 30.000 Euro brutto. Das ist so festgelegt. Das heißt also, wenn wir das mal so als Grundlage nehmen, wer verdient das? Also das sind doch die Menschen, die für uns viel Dienstleistung machen, die im Supermarkt arbeiten, die Hilfe geben im Altenpflegebereich oder sonst wo. Die verlieren wir alle. Die verlieren wir alle, weil die überhaupt nicht wohnen können hier. Die können sich das gar nicht leisten. Und ich darf mal so sagen, das haben wir tatsächlich komplett versäumt. Wenn wir kleine Wohnraum schaffen, wie Katja das auch wollte und gut ist, werden wir aber natürlich, wenn wir kleinen Wohnraum schaffen, größer bauen müssen. Das ist immer so bei den Häusern, weil wir da natürlich nicht eine Wohnung von 50 Quadratmetern, sondern größer bauen müssen. Das funktioniert sonst nicht anders, ist auch sonst gar nicht rentabel. Wir müssen aber, glaube ich, auch die Hürden runternehmen. Ich war vor ein paar Tagen in Dingstede, Riesenthema Grundstück, kann ich nur mal so sagen. Und was die Bürger überhaupt nicht verstehen ist, warum ihnen das nicht ermöglicht wird, für die nächste Generation was zu bauen. Das verstehen die einfach nicht. Die sagen sich, ich möchte gerne, dass meine Familie hier bleiben kann, dass meine Kinder hier bleiben können. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass die Bürger tatsächlich drangsaliert werden. Dass die wirklich auch gar nicht nachvollziehen können, warum das so ist. Und dass die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern, gerade bei Bauvorhaben, extrem anspruchsvoll ist. Darf ich mal so ausdrücken. Und ich glaube, da müssen wir wesentlich mehr Transparenz schaffen. Wir müssen versuchen, den Bürgern wirklich zu sagen, was können wir da machen für euch und was ist im Rahmen unserer Möglichkeiten, mit einer Form der Kommunikation, dass der Bürger das auch versteht. Weil ich kann nicht verstehen, da gebe ich ganz ehrlich zu, wenn dann quasi junge Menschen wegziehen, weil man ihnen zum Beispiel sagt über den Rat, die Infrastruktur stimmt nicht bei ihnen. Die Menschen in Dingstede wissen ganz genau, wie ihre Infrastruktur ist, deswegen wohnen sie da ja. Das ist doch eine Aussage, die kann man doch so gar nicht hinnehmen. Und das versteht auch übrigens gar keiner. Weil die haben sich ja entschieden, da zu wohnen. Ich kann übrigens auch verstehen, warum die ihren dörflichen Charakter behalten wollen, weil die fahren durch Sandkrug und sagen, das wollen wir nicht. Also um das mal auf Punkt zu bringen, ich finde es total wichtig, wirklich Wohnraum zu erschaffen für Menschen, die Normalverdiener sind. Da müssen wir uns dann auch wieder mal mit Wohnungsbaugesellschaften zusammensetzen, die im Übrigen mit uns nicht so gut klargekommen sind im Nachhinein. Aber da müssen wir eine Brücke bauen. Und tatsächlich die Selbstvermarktung der Grundstücke halte ich für extrem wichtig, weil da ist so viel Wertschöpfung drin. Das ist einfach eine Wertschöpfung, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen, weil wir das Grundstück nur einmal verkaufen dürfen und können.
Und darüber hinaus muss ich ganz klar sagen, dass wir die Einstiegshürde für die Menschen, die bauen möchten, vielleicht direkt an ihrem Haus, wie die Landwirte ganz oft, wo sie dann sagen, da baue ich noch was hinten dran, die müssen wir einfach kleiner und geringer machen. Ich darf hier mal einen 88-jährigen Mann aus Dingstede zitieren. Der verfügt über 3 Grundstücke, die er nicht so gerne freigeben möchte. Er sagt, ich möchte gerne, dass hier so gebaut wird, wie die anderen Häuser hier in meiner Gemeinde in Dingstede, seit der ich 1980 wohne, auch bleiben. Das kann ich sogar verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe da irgendwie so meinen Narren an Dingstede gefressen. Das ist irgendwie tatsächlich ein schöner kleiner Ort, die das gerne so hätten. Finde ich gut. Ja, auch aus Dingstede entsprechend, dass man dort das Thema hat, dass die Familien, die da leben, entsprechend dann auch aus dem Haus sind und die vielleicht ihr eigenes Nest haben. Es gibt dort noch Bauland entsprechend. Das höre ich auch aus Sandhatten, dass man da überlegt, die Familien, das, was Katja sagte, die fehlen uns dann irgendwann im Ehrenamt bei der Feuerwehr, nicht nur in Dingstede, auch in Sandhatten, dass man diese Menschen hört und da auch Baumöglichkeiten schafft. Ja, Hatten darf wachsen. Aber Hatten kann nicht ins Unermessliche wachsen. Wir müssen da aufpassen, weil natürlich auch die Infrastruktur entsprechend dann wachsen muss. Das bedingt sich gegenseitig. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eine Wohnraumbedarfsanalyse machen, für wen, welche Wohnungen brauchen wir entsprechend, dass wir jungen Familien die Möglichkeit schaffen, über eben, wie vorhin schon gesagt, dass wir die Vermarktung vielleicht über die Gemeinde machen, dass wir ein Punktesystem schaffen. Was gibt es da? Wer wohnt schon in der Gemeinde? Wer engagiert sich in der Gemeinde? Wie das zum Beispiel Rastede macht. Da ist ein neues Baugebiet, wo sehr, sehr viele Oldenburger auch überschwappen wollten, wo man dort von der Gemeinde gesagt hat, nein, aufgrund des Punktesystems denken wir erstmal an die Menschen, die hier sind. Also auch das ist überlegenswert. Deshalb, das ist wichtig. Und ein weiteres Thema wäre, damit wir nicht nur Baugebiete, das ist endlich, ausweiten können und ausweisen können, sondern dass wir uns auch um den Bestand kümmern, damit wir unseren Charakter erhalten, damit wir entsprechend auch alten Baubestand sanieren, dass es auch da Fördermöglichkeiten gibt, damit auch junge Familien sagen, Mensch, das lohnt sich, in dieses Haus reinzuziehen und zu sagen, ich muss nicht unbedingt neu bauen, ich kann es auch so gestalten, dass es total schick ist. Da gibt es dann auch gute Beispiele. Und Thema Mehrgenerationenhaus, auch wenn das in unserer Gemeinde noch nicht so das große Thema ist, aber das sollte vielleicht auch ein Thema sein. Auch das kann man abfragen in einer Analyse. Ja, Rastede ist ein gutes Beispiel tatsächlich. Ein paar Freunde von mir bauen da jetzt auch. Dieses Punktesystem, genau, das gibt es schon, das hast du gerade gesagt, das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme und so, dass wir auch wirklich zusehen, dass nächsten Generationen hier sich auch was leisten können, was aufbauen können, ihr Leben hier weiter aufbauen können und das sehe ich ganz, ganz wichtig. Ja, ich darf auch noch was zum Thema sagen, denke ich. Ich wünsche mir eine behutsame Weiterentwicklung der Gemeinde. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass die Bevölkerung großartig steigt. Das wäre zwar für das Bürgermeistergehalt ganz attraktiv, wenn man dann in B3 rutschen würde, aber das sollte nicht an erster Stelle stehen für einen Bürgermeister. Das ist nämlich die Schwelle bei 15.000 Einwohnern. Das haben wir schon mal teilweise in Leserbriefen gelesen von Leuten, die einem dann unterstellen, dass man ja nur wegen dem Geld diese Funktion anstrebt. Das möchte ich mal an dieser Stelle ganz klar verneinen. Also ich bleibe gerne unter 15.000 Einwohnern und begnüge mich mit den B2. Zurück zum Thema. Also wir müssen, bitte? Ja, ist auch schon nicht wenig. Kommen wir zur Überleitung. Ich wünsche mir ganz andere Wohnraumkonzepte für uns in unserer Gemeinde. Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass wir schon mal eine neue Fläche ausweisen, aber dass diese neue Fläche komplett anders gedacht wird, dass man das vielleicht genossenschaftlich angeht, dass man sagt, alle Parkplätze zum Beispiel auch für Autos zentralisiert an einem Ort, damit man eben viel mehr Grünflächen hat, damit man eben nicht die versiegelten Flächen in jedem Garten hat, dass man sagt, eine zentrale Energieversorgung, dass das gesamte Gebiet über einen Wärmeblockheizkraftwerk zum Beispiel versorgt wird, Photovoltaik zentralisiert oder auch an alle Dächer, dass die Häuser alle ausgerichtet werden zur Sonne hin, dass man das direkt perfekt vorbereitet, dass man alles ausschöpft, dass man an die Entwässerung vernünftig denkt, dass man unterirdische Wasserlager ansetzt und so weiter, dass man auch Wasser wieder in die Wohnraumstruktur reinholt, dass man da auch Aufenthaltsqualität schafft, dass man auch sagt, es kommt da vielleicht mal wieder eine kleine Gastronomie oder auch ein kleinerer Laden in die Wohnraum
in den Wohnraum rein. Das würde ich mir wünschen. Das hätte man sicherlich auch schon am Mühlenweg machen können, aber ich sage mal, irgendwo muss man auch weiterkommen mit der Wohnraumentwicklung. Wir können ja nicht immer ewig warten und alles 20 Jahre planen, aber wenn wir jetzt was Neues anpacken, ich denke, die Flächen sind begrenzt, die Ziele der Landesregierung, auch der Bundesregierung sind klar. Bis 2030 sollen in Niedersachsen pro Tag nur noch 3 Hektar pro Tag maximal versiegelt werden, bis 2050 gar keine mehr. Und ich möchte mir ehrlich gesagt hier in Hatten erreichen, dass wir da ganz früh sind, dass wir so wenig wie möglich Flächen versiegeln, dass wir auch der Landwirtschaft ihren Raum lassen, den sie benötigt, und dass wir an den Naturschutz denken. Und deswegen gibt es nicht einfach so ein Weiter-so. Und deswegen, ich kann auch die Menschen in Dingstede verstehen. Die Diskussion hatten wir auch schon im Rat. Und ich habe mir da, glaube ich, auch schon ein paar Feinde vielleicht gemacht, weil ich immer da ein bisschen konservativ eher gedacht habe. Ich habe gedacht, ich möchte eher nicht, dass der im Außenbereich noch viel ausgewiesen wird. Weil wir haben in Dingstede, wir haben das ja analysiert, da sind zahlreiche Bauplätze vorhanden. Die werden aber zurzeit nicht bebaut, weil die nicht freigegeben werden von den Eigentümern. Und es gibt andere natürlich, die man durchaus verstehen kann. Da sind Kinder, ich kenne die teilweise auch persönlich, die wollen gerne bauen. Und haben einfach keine Möglichkeiten, weil wir es nicht zulassen. Und das, ich sag mal, manche sind auch einfach rechtliche Gegebenheiten nach dem Baurecht. Es ist aktuell einfach nicht zulässig, dass man auf dem landwirtschaftlichen Betrieb noch wer weiß was an Wohnungen baut. Es gibt einen Altenteiler, das ist möglich. Man kann vielleicht eine Ferienwohnung einrichten, aber man kann nicht, wer weiß, wieder Häuser einrichten. Und das ist dann, wenn dann eine Aufgabe für die Bundespolitik, das zu ändern. Aber man muss sich auch ernsthaft fragen, ist das der richtige Weg? Wollen wir im Außenbereich, wo es gerade jetzt noch dörflich ist, wo es auch wirklich schön ist, ich finde Dingstede auch wunderschön und Sandhatten, wollen wir, dass da die Streuobstwiesen verschwinden? Sollen da neue Häuser entstehen? Muss ich ehrlich sagen, wir haben Grundzentren, die haben sich weiterentwickelt, Sandkrug und Kirchhatten. Wenn, dann würde ich das gerne da weiterentwickeln und dann alternative Konzepte, wie ich es gerade eben vorgestellt habe. Ich würde gerne beim Thema Wohnen bleiben. Vielleicht können Sie gleich dann auch weitermachen. Also gerne. Einmal ist gleich eine Frage eben reingekommen, die bezieht sich auch auf die Nachbargemeinde Wadenburg. Dort ist ja vor einiger Zeit eine Wohnungsbaugenossenschaft gegründet worden. Frage ist, würden Sie das als Kandidat oder als Bürgermeister dann auch für Hatten unterstützen und dafür auch Grundstücke dann vorhalten? Und eine zweite Frage zu dem Thema ist dann auch, bei privaten oder gewerblichen Neubauten, sollten da die Bauvorschriften noch erhöht werden? Also dass man ganz gerade also unter dem Ziel Ökologie, dass man sagt, wir wollen Flächenversiegelung möglichst vermeiden, wir wollen vorschreiben, dass wir grüne Dächer dann haben, gerade auch bei Gewerbebetrieben, Dämmung, damit halt der Energieverbrauch runtergeht in den Gebäuden. Ist das was, wo man noch mehr auch mit Vorschriften agieren sollte? Und wie gesagt, die zweite Frage war halt mit der Genossenschaft. Ich sage zu beiden ja. Genossenschaften sind auch für die SPD, denke ich, fast selbstverständlich, dass wir das fördern. Wir haben es auch schon beantragt, genauso wie das Wohnraum, wie die Wohnraumbedarfsanalyse haben wir damals auch schon beantragt im Rat. Das ist ein bisschen liegen geblieben aufgrund von anderen Projekten. Das ist aber ganz zentral, das voranzutreiben, um auch überhaupt zu wissen, welcher Bedarf da ist in der Bevölkerung. Was wollen die Menschen? Was wollen ältere Menschen? Was wollen jüngere Menschen? Können die ihre Häuser vielleicht abgeben und so weiter? Und wir hatten auch schon einen Vortrag damals initiiert, wurden alle informiert im Rat über das genossenschaftliche Bauen, und ich kann nur sagen, dass ich das vorantreiben möchte und auch zum Beispiel im Hinblick auf Windkraftenergieanlagen, dass man auch sagt, wenn wir noch weitere Windkraft zulassen wollen in Hatten, aktuell sind wir erstmal sehr gut versorgt damit, wir versorgen ja sogar die Stadt Oldenburg mit unserem Strom. Aber auch da muss man ja weiterdenken und dann sagen, gut, wenn wir sowas machen, auch da genossenschaftliche Modelle, dass man sagt, man beteiligt die Bürger, sie kriegen eine Gewinnbeteiligung, und denke, dass dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt. Und jetzt nochmal zu den Auflagen, das war die zweite Frage. Natürlich, ich glaube, das hören natürlich Vorschriften sind immer unsexy. Genau, sind unsexy, mag sein, aber letztendlich ohne Regeln läuft auch nichts. Und ich denke, ich stehe auch für Recht und Ordnung ein als Bürgermeister, das werde ich auch tun. Letztendlich, sonst kommt nämlich sowas auch wieder zustande wie am Mühlenweg, dass dann eben vielleicht teilweise zu viel versiegelt wird, was Herr Buzin angesprochen hatte. Und die Sache ist einfach die, zum Beispiel beim Landkreis Oldenburg gibt es keinen einzigen Mitarbeiter, der für diese Kontrolle abgestellt ist. Also es wird nur auf Zuruf, wird kontrolliert, wenn der Nachbar zum Beispiel was bemängelt oder die Kommune was Arges feststellt, dann fährt jemand raus und guckt sich das an. Und das muss anders werden. Das ist eine Aufgabe für Herrn Punt, darüber habe ich auch schon mit ihm gesprochen, den wird er sich annehmen. Also ich erwarte, dass da mindestens 2 Personen in Zukunft eingestellt werden, die das kontrollieren. Und dass wir als Rat transparente Vorgaben machen. Es muss transparent sein. Vorher kommuniziert werden, Grünflächen, Photovoltaik. Wir haben jetzt gerade einen frischen Antrag gestellt bei der SPD, dass wir verpflichten wollen auf Neubauten Photovoltaikanlagen. Ich finde das richtig. Mhm. Das muss natürlich finanzierbar sein, sozial verträglich, auch für die Menschen, die dann ein neues Haus bauen wollen. Natürlich sind das zusätzliche Belastungen. Und das kann nicht einseitig sein, dass das nur für Reiche gilt. Deswegen muss das Pachtmodelle geben, die müssen unterstützt werden, dass man zum Beispiel nicht komplett alles investieren muss. Das können ja schnell mal 20.000 Euro sein. Aber das ist machbar, andere Kommunen leben das vor, da können wir uns ein bisschen was abgucken. Das Thema ist ja tatsächlich dabei Raum, was du gerade sagst, okay, kann sich da nicht jeder leisten, aber dann geht die Schere immer weiter auseinander. Und lass es nur 5.000 Euro sein. Ich sag mal, jede weitere Belastung, die wir den Leuten jetzt noch zumuten, die Grundstückspreise steigen, die Baukosten steigen, alles steigt momentan. Und die Schraube ist noch gar nicht richtig angedreht, das wird bald noch viel schneller gehen. Und wenn wir den Leuten
wir müssen ihnen mindestens so viele Anreize geben wie Auflagen. Und dass es keine Hürde darstellt, grüner zu denken. Das muss eigentlich das Ziel sein, auch für Industriebetriebe, beziehungsweise Industriebetriebe haben wir ja gar nicht, aber für Gewerbetreibende bei uns in der Gemeinde, dass die sagen, okay, ein grünes Dach, eine Photovoltaikanlage, ich hau mir nicht 300 Tonnen Schotter in den Vorgarten, sondern leg da ein bisschen Grünfläche an, damit wir nicht so viel Versiegelung haben. Und das Thema Kommunikation und wirklich Anreize zu schaffen und auch an höherer Stelle auf Landes-, auf Bundesebene, dass da wirklich was passiert und neue Ideen reinzugeben. Ich glaube, das ist das einzige Erfolgskonzept. Und mit Christian Pund haben wir einen guten Ansprechpartner, wenn er Landrat wird. Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, man muss viele Anreize geben. Es wird ja auch schon viel gemacht, teilweise auch freiwillig gehört ja auch dazu. Wir haben das teilweise jetzt schon verpflichtend gemacht in den ersten Bebauungsplänen, dass wir gesagt haben, da mussten mindestens 50% der Dachflächen müssen Photovoltaik drauf. Und dann teilweise sagen die Investoren von sich aus dann, ja, ich mache sogar gerne auch mehr. Und letztendlich, die Kommune kann natürlich auch alternatives Bauen unterstützen. Ich sage mal, wir müssen am Ende muss das Ziel sein, klimaneutral zu bauen. Natürlich, das wird immer teurer, je höher die Standards sind. Aber es gibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Da kann man auch als Kommune Mitglied werden. Das könnte auch der Landkreis sogar. Dann wird es sogar für alle Kommunen günstiger werden. Und dann könnte man zum Beispiel die Bewertung, was für Baumaterialien einfließen sollten etc., dann könnte man das als Kommune übernehmen, dass man sagt, die Leistung vielleicht zahlt die Kommune wirklich für alle, die jetzt neu bauen. Und dann hat man da vielleicht auch schon mal eine kleine Entlastung geschaffen. Natürlich muss es überschaubar sein, die Kommunen, die Haushalte, die Finanzen sind auch überschaubar, aber das sind Möglichkeiten, die da sind, die sollten wir nutzen. Ja, ich kann ganz klar bestätigen, Genossenschaften sollten auf jeden Fall mitgedacht werden, auch die Möglichkeiten, die wir da haben, inwieweit wir da Wohnraum schaffen können und unterstützen können. Das ist ein ganz klares Ja auch von meiner Seite zu Genossenschaften. Das Modell Wadenburg finde ich sehr gut. Was Auflagen angeht, ich habe mit ganz vielen Bürgern gesprochen, die ganz klar sagen, Mensch, ne, wenn ich hier die Auflage habe, Baum XYZ auf mein Grundstück zu pflanzen, dann ist das manchmal eine Auflage ohne Hand und Fuß, nur jetzt mal eben als Beispiel. Das sind Bäume, die an der Stelle eigentlich gar nicht wirklich wachsen beziehungsweise dann auch zu viel Wasser benötigen und so weiter. Da müssten wir tatsächlich auch ein bisschen mehr über Lockerungen nachdenken, dass der Baum nicht vorgeschrieben ist, ne? Dass es da bestimmte Ausweichmöglichkeiten gibt, dass es auch ein Obstbaum sein darf oder auch zwei. Ich denke, da haben wir noch ein bisschen Bürokratie vor uns, dass wir das ein bisschen auflockern können und entspannen können für die Bauherren. Gibt es ja aber eigentlich auch Listen über heimische natürlich Bäume, gibt es Sträucher, die, ne? Das ist völlig klar, flexibel. Aber es ist im Prinzip ja. Im persönlichen Gespräch jetzt schon ein paar Mal an mich herangetragen worden, dass es eben halt schwierig ist, genau diesen Auflagen, was Bäume und Bepflanzung angeht, nachzukommen. Das ist das eine Thema und Landkreis ist angesprochen worden. Klar, Christian Pund wird als Landrat dort vor Ort natürlich sicherlich einiges auch für Hatten bewirken können und da hoffen wir ja alle drauf. Was den Stellenplan angeht, der ist schon ziemlich jenseits von Gut und Böse und ich habe da arge Zweifel, dass wir das hinkriegen, dass wir da wirklich eine Kontrollfunktion auch über die Personalkosten stricken können. Da müssen wir wirklich dann ganz von Grund auf nochmal neu die Personalstruktur überdenken, die im Landkreis ist, weil aktuell... Ich würde auch wünschen vom neuen Landrat und ich muss ehrlich sagen, jedes Gesetz ist nur so gut wie auch die Kontrolle, wenn wir Gesetze haben, die nicht kontrolliert werden und es kommt zu Missständen, wir sehen, dass das Wasser läuft die Straßen runter, da muss was passieren, steht für mich außer Frage. Völlig klar, Gerrit, ist ne, genau auch meine Meinung, Kontrolle muss stattfinden, aber sie muss auch bezahlbar sein und dann müssen wir gucken, wo wir an anderer Stelle dann irgendwo wieder sparen können. Gerade Veterinäramt, Gesundheitsamt ist im Moment komplett überlastet und... Wir wollen wieder zurück, das ist ganz klar, ich wollte es nur ganz kurz mit erwähnen, dass wir da diese Schwierigkeiten halt einfach haben. Die Verantwortung würde ich gar nicht im Landkreis sehen. Also wir bauen ja jetzt nicht tausende von Wohnungen und Häusern in der Gemeinde Hatten. Die liegt ganz klar bei uns. Dann haben wir auch den direkten Ansprechpartner mit dem Menschen, der da wohnt, mit dem Bürger. Ja, da kommt einer vom Landkreis, den kennt er gar nicht, der fühlt er sich gleich zusätzlich gegängelt. Wenn dann aber der Ansprechpartner aus der Gemeinde kommt und sagt, sag mal, da mit dem Schuppen, das hast du jetzt so nicht angemeldet, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Sonst verlieren wir wieder die Basis zum Menschen. Das macht ja so keinen Sinn. Im Übrigen, die Fehler, die da am Mühlenweg entstanden sind, ganz klar die Fehler der Gemeinde Hatten. Das hat überhaupt nichts mit dem Bürger und Versiegelung zu tun. Das haben wir gemacht. Der Fehler liegt ganz klar bei uns. Und nicht bei dem Bürger, das muss man mal so sagen. Der nutzt einfach aus, was möglich ist. Ja, es gibt ja auch Gemeinden, die sagen, Steingärten gibt es nicht mehr. Verboten. Definitiv. Die sagen, machen wir nicht. Also solche Themen gibt es natürlich. Ich möchte aber eins sagen, damit wir mal ein bisschen Sensibilisierung für das Thema von Jan haben, mit der Schere. Also es gibt Baugebiete, die wir in Mühlenweg im Moment nicht bebauen, weil die Bauherren nicht nachfinanzieren konnten.
40% teure Baukosten. Da habe ich mit Banken gesprochen, um mal zu fragen, ob man eventuell auf die Vorfälligkeitszinsen verzichtet, weil deren Lebenstraum ist ja schon erloschen. Wenn die jetzt noch Vorfälligkeitszinsen zahlen und Lebenstraum weg, wir haben diese Mittel gar nicht. Also wir müssen eher zusehen und schauen, wie wir die auf unsere Linie bringen, wo wir mit den Bürgern sprechen, sagen, was ist für dich wirklich auch möglich, auch finanziell möglich, und wie kriegen wir vielleicht dann auch Möglichkeiten hin, zu sagen, gut, das ist in deinen Möglichkeiten drin und das kannst du nicht leisten. Im Endeffekt möchten sie gerne ein Eigenheim. Ich meine, das sollten wir doch realisieren können. Worüber sprechen wir denn hier am Ende? Und ich finde, den Bürger mitzunehmen, zu sagen, wir waren selber alle mal im Hegering, zu sagen, Mensch, mach da bitte keinen Steingarten hin, weil keine Biene findet das so klasse. Das sind Dinge, die können wir hier in der Gemeinde regeln. Das können wir auch machen, aber ich finde, wir sollten sie wirklich immer mitnehmen. Dieses Gängeln über Vorschriften ist manchmal wichtig, weil die Leute machen, was sie wollen, aber das Miteinander kommunizieren, ihnen erklären, warum etwas ist, ist das Allerwichtigste. Und das sollten wir, glaube ich, vorhalten. Das wäre mir persönlich wichtig, wirklich zu sagen, wir machen das selber. Und kann man machen, aber es gibt auch klare Zuständigkeiten teilweise, wenn einfach der Landkreis zuständig ist. Naja, aber bei dieser Geschichte sicherlich nicht. Also das Bauamt kann das sicherlich auch mal von uns, mit Bauhof kann es kontrollieren, aber letztendlich die Behörden, die Zuständigkeit müssen wir schon auch wahren. Ne? Also jeder, der schon mal ein Haus gekauft hat, weiß ja, was Kosten auf einen zukommen, ohne dass da vielleicht schon mal was draufsteht auf dem Haus. Und wenn wir dann natürlich noch die Hürden so hoch machen, dann wird es natürlich, wie du auch schon sagtest, dann driftet das noch mehr auseinander und dann haben wir natürlich gar keine Möglichkeit mehr für junge Familien teilweise, wo ja mittlerweile auch Frau und Mann arbeiten, das war ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so gegeben, aber wir sind ja mittlerweile schon, dass beide arbeiten, auch mit Kindern, und da gibt es ja auch Unterstützung und diese Leute werden wir verlieren, die werden dann woanders hingehen müssen oder wir verlieren sie, weil sie halt sich das nicht leisten können und dann werden sie unzufrieden mit Politik und das wollen wir auch nicht. Unabhängig jetzt von der Partei, das ist mir völlig egal. Und da müssen wir mit Augenmaß hingehen, den Leuten Perspektive bieten, bezahlbare Perspektive und die Preise, nur der Quadratmeter entwickelt sich schon so, wo ich sage, das ist schon teilweise grenzwertig, plus die Steuern, die man zahlt und da steht noch nichts drauf. Also da kannst du auf dem nackten Boden schlafen, das ist nicht schön. Also von daher, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht am runden Tisch mit tollen PowerPoint und Skizzen ein bisschen in Träumereien mit sonst was auf dem Dach und hier drum und da und dies und jenes und nochmal eine Schleife. Da sollte man wirklich sehr, sehr behutsam umgehen, um den Leuten einfach eine Perspektive zu bieten und die Möglichkeit zu geben. Und Christian Punt wird wahrscheinlich hoffentlich Landrat, aber ich hoffe, dass wir nicht zu viel als Gemeinde ihn in die Bredouille bringen, um das auch nochmal zu sagen, dass er hat noch ein paar andere Gemeinden im Landkreis und ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht nicht zu sehr immer die Hattenkarte ziehen. Ich glaube, er hat uns schon ganz gut im Hinterkopf. Von daher, lasst uns da aufpassen, dass wir da als Gemeinde auf unsere Stärken gucken. Und wenn es dann wirklich Not am Mann ist, können wir ihn, glaube ich, immer ansprechen. Von daher soll er erstmal dann ins Amt kommen, wenn er gewählt ist. Und dann schauen wir mal, wie er das macht. Und ich glaube, das wird er genauso gut mindestens machen wie als Bürgermeister schon. Ich will das Thema Kostensenkung nochmal gerne kurz aufgreifen, auch deswegen auch mit meinem alternativen Modell, was ich vorhin vorgestellt habe. Wenn man das wirklich schafft, ein Blockheizkraftwerk zu schaffen, um ein gesamtes Gebiet zu versorgen, dann nimmt man auch schon mal immense Kosten den einzelnen Investoren weg. Also wenn man manches zentralisiert, auch Parkflächen und so weiter, dann können da wieder entstehen da wieder Synergieeffekte, die das Bauen auch wieder günstiger machen. Also es gibt Möglichkeiten, die müssen wir auf jeden Fall mal ausschöpfen, wenn wir neue Projekte denken zumindest, meiner Meinung nach. Man kann sicherlich auch über bestimmte Vorgaben reden, bestimmte Vorgaben zu Klimaschutzzielen, die wir nun mal haben, die sind in der Welt. Wir wollen Klimaschutz, wir müssen auch natürlich was dafür tun. Wir müssen nur Anreize schaffen und, wie Ralf Buzin ja auch sagt, wir müssen die Menschen mitnehmen und sie überzeugen. Macht das Sinn? Natürlich müssen sie diese Überzeugung sich auch leisten können. Deshalb wäre ein Modell natürlich dann auch über zum Beispiel Erbpacht zu reden, damit ich diese teuren Grundstücke nicht so bezahlen kann. Wenn jemand sagt, ich möchte ein Haus auf 100 Jahre, dann fällt es an die Gemeinde zurück. Gut, das ist ein Modell, da kann man sich drüber unterhalten, dann kann ich aber schon leben, wunderbar, die nächste Generation auch und ich kann es mir eher leisten. Dann gibt es sicherlich dann auch da Förderprogramme über die Bundesregierung, damit diese strengen Klimaziele dann auch irgendwann erreicht werden müssen. Also da kommen wir sicherlich nicht ganz drum herum, nur da sind wir uns sicherlich alle einig. Wir müssen appellieren und wir müssen überzeugen, dass sich das lohnt und es kann sich auch lohnen, um zum Beispiel Energiekosten einzusparen, erst ein bisschen Geld auszugeben, aber hinterher macht sich das bei den Energiekosten, die immer mehr in die Höhe steigen, das ist die zweite Miete, die ist fast noch schlimmer als die Baukosten, wobei man sich das fast gar nicht mehr vorstellen kann, weil das in eine Richtung angeht, die in schwindelerregende Höhen führen. Aber das ist mir eben auch ganz wichtig. Und Wohnungsbaugenossenschaften sind sicherlich eine Variante, über die man nachdenken kann.
Wir nähern uns der schon mit großen Schritten der 2-Stunden-Marke. Ich möchte jetzt noch gerne eine Frage an jeden Kandidaten richten und ich beginne bei Herrn Buzin. Also alle bekommen die gleiche Frage, aber einer muss beginnen. Und zwar jetzt ganz speziell bezogen auf die Bürgermeisterwahl. Wir sehen, wir haben 6 Kandidaten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Stichwahl geben wird, ist sehr, sehr groß, sage ich jetzt einfach mal so. Mit wem rechnen Sie, außer mit sich selbst, noch in der Stichwahl? Das war erstmal sehr geschickt. Also ich, Konrad Adenauer hat sich ja auch selbst gewählt, hat er ja mal zugegeben. Also von daher ist das Vorbild, selber für sich Position zu nehmen. Ich bin natürlich angetreten, auch um Bürgermeister in der Gemeinde Hatten zu werden. Und deswegen sehe ich mich natürlich auch in der Stichwahl. Es wäre ja vermessen zu glauben, dass man an den Start geht und möchte Sechster werden. Also das halte ich für total unrealistisch, dass das hier irgendjemand denkt. Aber tatsächlich, also es gibt einen emotionalen Ansatz und es gibt einen fachlichen. Also das ist ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Also wenn ich den fachlichen sehe, würde ich ganz gerne Bastian Ernst in der Stichwahl sehen, weil ich mich, glaube ich, da mit den meisten tatsächlich Übereinstimmungen sehe. Und da muss ich ja auch für mich denken, dann würden viele meiner eigenen Interessen ja auch vertreten werden. Das ist immer für den Fall, dass Sie es da nicht wären, dann ist dann, Ja, da bin ich ganz egoistisch. Dann würde ja ein Teil meiner Denke zumindest funktionieren. Von daher wäre dann Bastian Ernst derjenige, den ich da gerne sehen würde, weil er eben auch hauswirtschaftlich denkt, genauso wie ich auch, wirtschaftlich denkt und weil ich da einfach am meisten Übereinstimmung sehe. Wenn das jetzt wäre meine Wahl, dann würde ich es so sehen. Das muss so, würde ich das sagen. Das ist genau so, wie es ist. Wir wollen möglichst knapp halten. Herr Heinisch, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, natürlich ist mein Ziel auch die Stichwahl und dann am Ende der Weg ins Rathaus. Aber da kann man machen, wie man will. Man muss die Menschen überzeugen, damit die Menschen einen dann auch wählen. Das ist die eine Sache. Welche Person letzten Endes dann hoffentlich neben mir in der Stichwahl ist schwer zu sagen. Jeder von uns hat bestimmte Qualitäten. Alle sind gut, alle sind geeignet. Von daher ist es total schwierig und deshalb werde ich hier keine Prognose abgeben. Okay, mal sehen, was Herr Edelmann sagt. Ich schließe mich dem an. Ich habe mir damals, als ich mir das mit der Kandidatur überlegt habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich nicht über meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber rede. Und deshalb, ich nehme es gerne mit jedem hier auf und dann möchte ich gerne die Wahl gewinnen. Ja, dann mache ich eben weiter. Ja, natürlich möchte ich auch Bürgermeisterin werden. Ich habe damals gesagt, ich trete an. Ich war nicht eine der Ersten, sondern ich war die Erste, die gesagt hat, ich traue mir das zu und ich möchte das gerne machen. Hatten es meine Gemeinde, meine Heimat seit 22 Jahren und ich bin hier super gut angekommen und möchte natürlich auch was zurückgeben. Und das ist mir ein Herzenswunsch. Und deswegen natürlich möchte ich in die Stichwahl, aber am liebsten möchte ich gleich die 51%, weil dann haben wir uns die Stichwahl nämlich gespart. Und dann brauche ich hier auch keine weiteren Namen nennen. Ich denke, wir sind alle hier angetreten und haben auch einen gewissen Hintergrund. Und jeder hat ja die Chance, sich mit einzubringen. Und wir werden sehen, wer nachher gewinnt. Ich würde mich freuen, wenn ich es bin und werde das Beste für die Gemeinde tun. Ja, an dem Tag deiner Bekanntgabe bin ich ja damals auch rausgegangen. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber tatsächlich bin ich auch an den Start gegangen, um das Rennen zu machen und um Hatten weiter nach vorne zu bringen, um den menschlichen Umgang in Hatten weiter fortzuführen. Und ich kann das ganz einfach machen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Flasche und neben mir in die Stichwahl geht... Gerrit, ja, alles klar, so einfach ging das. Herr Fahnenbrecht, willkommen im Rennen. Ich hab's verpasst. Also tatsächlich die Tendenz, wir sind 6 Kandidatinnen und Kandidaten, das wird sehr, sehr spannend und ich freue mich einfach drauf. Also das Rennen ist ja komplett offen, wir sind alles unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Parteien, Parteilose. Also das zeigt aber auch wirklich, dass Hatten interessant ist. Und dass das eine vitale Gemeinde ist und dass wir nicht um einen Bürgermeisterkandidaten kämpfen müssen, sondern bei uns ist Dampf drin und das, ja, da freue ich mich drauf. Fürs Protokoll, meine Bewerbung ist schon rausgeschickt worden, als ihr beide an die Presse kamen. Nur fürs Protokoll. Okay, Herr Ernst, hat das letzte Wort? Ich glaube, da sollten wir nicht weiter darüber reden, dass am Anfang wer wann abgeschickt hat, also naja, lassen wir das. Ich finde es schade, dass es nur eine Frau ist, muss ich sagen, in der Runde. Wir haben so viele Bewerber. Ich hätte mich gefreut, wenn es mehr Frauen sind. Ganz klar, weil ich aus der Kommunalpolitik ganz, ganz viele Sachen mitgenommen habe, wo Frauen einfach anders agieren und anders argumentieren. Das finde ich sehr spannend. Von daher
freut mich natürlich, dass Ralf mit mir gerne in die Stichwahl möchte, aber ich würde mich freuen, dass auch eine Frau in die Stichwahl kommt und da ich ja dann der zweite Part in der Stichwahl bin, würde es mich freuen, dass auch wenn dass eine Frau dann mit mir dann um das Amt kämpft oder gerne sich bewirbt und dann schauen wir mal, wer am Ende gewählt wird. Es gibt kein ehrlicheres und härteres Auswahlverfahren als eine Wahl. Und ich hoffe, dass wir weiterhin gut miteinander umgehen. Die Runden, wenn wir aufeinandertreffen, sind immer sehr anständig. Das freut mich. Man kann hart in der Sache diskutieren. Und am Ende wird dann ausgezählt. Und dann schauen wir mal, wer es geworden ist. Okay, dann sage ich als Moderator nochmal vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hatte den Eindruck, Ihnen auch allen. Und ich hoffe auch, dass die Menschen, die uns zugehört haben, vielleicht noch ein bisschen schlauer geworden sind und jetzt eher, noch eher wissen, wem sie die Stimme geben werden. Oder und dann kann der September ja kommen. Ja. Danke sehr. Vielen Dank.